Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schleifenquadrat. Heute mit Thomas Raukamp, Kasper von Alben, Sven Möller, live aus Bremen dazugeschaltet, Stefan Molz und mir Sebastian Schack. Heute mal wieder vollzählig nach, ich weiß gar nicht wie viel Episoden. Einmal haben wir es hingekriegt oder haben wir es schon öfter geschafft? Nee, dass wir alles zusammen schon öfter hinbekommen, aber jetzt auch zwei, dreimal glaube ich irgendwie nicht. Ach so, oder? Okay, ja, stimmt. Ja, so was, viele Menschen. Was auch daran liegt, dass ständig Arbeitsgeräte kaputt sind. Ja, das, ja. Ja, ja. Ich habe noch ein bisschen gespottet in einer der letzten Episoden über Herrn Molz ihm seine kaputtes MacBook und behauptet, dass das mein MacBook funktionieren würde und noch gerade das Tastaturproblem quasi nicht existent ist. Und kaum hatten wir die Stopptastenaufnahme gedrückt, ist meine Tastatur kaputt gegangen. Völlig auseinandergefallen. Im Prinzip schon. Ich fing mit einer Taste an, innerhalb von wenigen Stunden mehrere Tasten. Und die Reparatur hat dann auch nur 10 Tage gedauert. Das waren die schönsten 10 Tage im Büro, nicht wahr? Ja. Ich habe an so einem Mini gearbeitet. Das war lustig. Das Tragische ist ja eigentlich, dass just nachdem du dein MacBook zurückbekamst, Apple verkündete, dass die Reparatur jetzt nur noch, glaube ich, einen Tag dauern darf. Im Apple Store. Im Apple Store. Ja, du hattest das ja über einen Reparaturpartner gemacht. Genau. Weil Kiel ja leider immer noch keinen Apple Store hat. Also das ist ja... Genau, Kiel ist Hartz IV Country, da gibt es einen Apple Store. Der muss ja nicht in Garden sein, Mensch. Sophienhof, so ein kleiner wie in einem Alsterthaler Einkaufszentrum, ja. Das wäre doch noch was. Tatsächlich, Apple weigert sich das ja mal, ich habe das schon mehrfach angefragt, mal zu sagen, ob Kiel auf irgendeiner Liste überhaupt steht. Und wenn ja, auf welchem Platz. Es ist immerhin Landeshauptstadt, ne? Also bitte. Ja. Und die Brücken kommen aus Skandinavien und so. Stimmt, ja. Und die Leute, die aus den Fähren hier rauslaufen, laufen ja nur bis zum Sophienhof und zurück. Genau. Also wenn du da einen Apple Store hinpackst. Also Sophienhof ist ja so ein Einkaufszentrum. Genau, ja, muss man dazu sagen. Lauter Insider-Infos hier. Ja, heute. Mein Gott, das ist die Kieler Ausgabe heute hier. Ja, ein bisschen schon. Kieler Tourismusverband gesponsert. Ja. Ja. Ja, leider. Naja, also es hat wirklich 10 Tage gedauert. Die haben da irgendwie was ausgetauscht, die Tastatur. Das ist also man so ein Premium Service-Partner hier in Kiel, wo man den Mac auch nicht wiederbekommt. Das dauert irgendwie so zwei, drei Tage, bis dann das Austauschteil da ist, das Ersatzteil da ist. In der Zeit darf man nicht damit weiterarbeiten. Das ist schon mal irgendwie, also das schreibt Apple denen so vor, da können die nichts für, aber das finde ich kacke. Und dann war das da, dann hat das nochmal tatsächlich auch 2 Werktage gedauert, bis es eingebaut war, weil ich weiß nicht, wie viele Schrauben das sind, 80 oder irgendwie sowas. Und also die sagten schon, da gehen so vier, fünf Mannstunden gehen da rein, so eine Tastatur auszutauschen in so ein MacBook. Und dann ist denen dabei aufgefallen, dass sie das Mainboard tauschen müssen. Meine Theorie ist, weil das Gerät ja funktioniert hat bis dahin, dass denen da irgendwann der Schraubenzieher runtergefallen ist oder so. Aber naja, das ist eine Stellung. Ja, 40 der 80 Schrauben. Ja. Vorsicht, zack. Irgendwie sowas. Ja, jedenfalls musste das nochmal 2 Tage gedauert, bis das Teil da war und nochmal, bis das eingebaut war und insgesamt so mit Wochenenden dazwischen 10 Tage ohne Mac, weil die Tastatur nicht funktioniert hat. Ja. Und dann hatte ich das Ding hier und dann ging die B-Taste nicht mehr. Das konnte ich auch mit Druckluft beheben. Gibt es viele Worte mit B? In der deutschen Sprache kaum. In der deutschen Sprache kaum. Das war schon ein ganzer Satz ohne B. Ja. Das E wäre wirklich doof gewesen, glaube ich. Es gibt einfach keine Taste, wo es passend ist. Wir hatten leider nicht die großartige Idee von, wo war der Kollege, der den Artikel geschrieben hat? Die Kollegin, die hat einen ganzen Artikel mit einer defekten MacBook-Tastatur geschrieben und er wurde danach zwar lektoriert, aber die Schreibfehler aufgrund der Tastatur wurden drin gelassen in dem Artikel, ganz bewusst. Mit so Schaltern, so ein Ausschalter, dass man das mit und genau, richtig, genau, du konntest beides machen. Wenn dir das zu doof wurde, den Artikel so zu lesen, was ja teilweise echt unmöglich war, konntest du auch einschalten mit so war der Text eigentlich gedacht. Fand ich wirklich großartig, ja. Hat Apple, glaube ich, nicht so lustig gefunden. Ich denke auch, das könnte, ich weiß nicht, ob Cook da entspannter ist, aber unter Jobs. Um 4 Uhr morgens, weiß ich nicht, liest er ja angeblich um 4 Uhr morgens solche Dinge. Ja. Ich glaube wirklich, unter Jobs wäre das der Punkt gewesen, wo Köpfe gerollt wären. Ja. In diesem Tastatur-Team. Wenn er den hätte anschreiben können. Ja, wenn man in seinem Büro erscheinen soll. Ich glaube, das ist auch das Problem. Tim Cook hat das schon mal in so einem Interview erzählt, dass er auf dem iPad arbeitet. Der merkt das Problem gar nicht. Der fühlt diesen Schmerz gar nicht. Der hat gar keinen Mac. Ja, das könnte das Problem sein.
Apropos Tastatur, Herr von Alvern, lassen Sie doch mal hören. Ja, ich habe mir extra nochmal rausgeguckt, wie sie heißt. Ich habe von ASIO eine Retro Compact Keyboard hier und Achtung. Ah, ist das nicht geil? Es sieht aus wie eine alte Schreibmaschine, so ein Steampunk-Ding. Es hat einen richtig großen Hub. Es hat so eine Handauflage aus Leder, aus der ich hier die Hand drauflegen kann. Ist in dem Fall die Farbe Gunmetal. Ist auch echt mit Aluminium und dem Lederbezug. Es gibt auch vegane Varianten mit Holz. Und das ist, also ich habe die jetzt 5 Minuten hier auf dem Schreibtisch stehen. So frisch ist der Test gerade. Ich bin schon begeistert. Das wird euch alle noch in den Wahnsinn treiben, ja, der hier ja vor Ort sitzt. Wenn ihr hier sitzt und ich dann zukünftig meine 30.000 Zeichen Artikel so reinhämmere. Könnte sein, dass hier Köpfe rollen. Nur deshalb habe ich die bestellt. Nur deshalb. Ja, und ich muss dann, haben wir schon vorhin gesagt, Monokel tragen und vielleicht Pfeife rauchen dabei. Mal gucken. Anders geht's nicht. Nee. Aber es ist erstaunlich, also Apple geht ja genau den gegengesetzten Weg, da ist der Hub ja immer geringer. Es gibt ja auch schon, ich glaube Asus hatte einen Laptop, der nur noch mit einem Touch-Tastatur auf dem Gerät hatte. Und das ist jetzt der Weg zurück in genau die andere Richtung. Ich meine, ich habe nicht auf einer Schreibmaschine schreiben gelernt, aber ich kenne das von früher und es ist schon ein ganz anderes Tippen und ein interessantes Tippen. Unwahrscheinlich sicher, ich habe das mal ganz kurz ausprobiert. Sicheres Tippen. Gefällt mir gut. Also ich habe mich noch nicht ganz ans Layout gewöhnt, ich hau immer noch daneben, aber das dauert ja nur ein paar Stunden, dann ist das weg. Was denn mit sicheres Tippen? Naja. Ist das mit Airbag oder? Genau. Auch die Inhalte sind dann ein bisschen mehr abgesichert als normalerweise. Ah, okay, verstehe. Ja, der gibt noch einen ausführlichen Test natürlich, der dann länger dauert, als dass ich 5 Minuten darauf getippt habe, aber es ist spannend. Ich hingegen hatte heute, wo wir gerade bei Tastaturen sind, wir fransen jetzt schon total aus. Das wird die 5-Stunden-Sendung heute. 12 Gigabyte Download wahrscheinlich. Ich hingegen habe von der Firma X-Key eine Tastatur, eine Klaviatur bekommen, die einen ganz geringen Hub hat und auch sonst im Apple-Style aufgebaut ist. Also sehr viel Aluminium. Ja, zu Musik machen also. Und das ist denn die Antithese zu deinem Ding, auch wenn es nicht zu Musik machen ist. Herr Molz, Sie fühlen hoffentlich noch mit als ehemaliger Beat-Redakteur. Ja. Ich fühle den Schmerz. Das ist das CME X-Key 37, wenn ihr das irgendwas sagt. Ja, der Hersteller sagt mir noch was. Ja. Von damals. Von damals, ja. Von damals, vor dem ersten Gipskrieg und so. Genau. Kleiner Hintergrund, Herr Molz und ich haben einstmals unser Schwestermagazin Beat gemacht, das Recording- und Musikmagazin. Gibt es auch noch. Gibt es auch noch im Verlag, ja. Sehr gut übrigens. Klang jetzt so, wie wenn wir von was Ehemaligem sprechen. Grüße an die Kollegen. Ja. Was würde denn helfen, wenn deine MacBook-Tastatur jetzt kaputt ist, was könntest du sonst noch machen, außer, gut, die wird jetzt sowieso repariert. Urlaub nehmen. Ja, nein, die Überleitung war völlig hanebüchen, die ich da versuche irgendwie. Ich versuche zurück zu unserer Agenda zu kommen und Apple Care Plus anzusprechen. Ja, was ist denn das wohl? Apple Care Plus ist sowas wie eine Zusatzgarantie, eine kostenpflichtige, die Apple für seine Geräte anbietet. Das kennt man von verschiedenen Elektronikketten, die das auch haben in Verbindung mit verschiedenen Versicherungsfirmen. Da ist das jetzt Apple selber. Und das kannst du für zum Beispiel dein Mac oder dein MacBook kaufen. Musst du halt am Anfang dir überlegen, du hast nur eine gewisse Zeit, das nachträglich zu kaufen. Also wenn du jetzt ein 4 Jahre altes MacBook hast, kannst du nicht zusätzlich noch Apple Care Plus dazu kaufen. Und dann hat das einige Vorteile. Also beim Mac zum Beispiel erweitert es die Garantie auf 3 Jahre. In der Zeit repariert Apple Dinge. Allerdings nur 2 Reparaturen für unabsichtlich herbeigeführte Schäden. Also wenn dir dein MacBook jetzt mehr als 2-mal vom Tisch fliegt und völlig hinüber ist, dann wird es beim 3. Mal teurer. Display kostet 99 €, wenn du Apple Care Plus abgeschlossen hast und alle anderen Reparaturen kosten 259 € bei einem Mac. Das Problem ist halt, man muss einmalig diesen Apple Care Plus Plan dazu kaufen und der ist unterschiedlich teuer, je nachdem, was für ein Gerät man hat. Also bei einem MacBook ohne Namenszusatz kostet zum Beispiel 249 €. Das MacBook Pro mit 15 Zoll kann über 500 € zusätzlich kosten. Und der iMac kostet zum Beispiel, egal ob Pro oder nicht, 219 €.
Einmalig. Weil er nicht bewegt wird. Weil er nicht bewegt wird, genau. Da ist die Chance, dass was passiert, geringer für Apple. Deswegen können sie das mit einem geringeren Preis anbieten. Gibt es natürlich auch fürs iPad, fürs iPhone, die Apple Watch. Da sind es aber jeweils nur 2 Jahre Verlängerung und natürlich auch noch andere Preise, die sie dann verlangen. Also ein iPhone kostet zum Beispiel 10S 239 Euro, Apple Watch 99 Euro, das iPad Pro 139 Euro einmalig. Und dann hat man, wie gesagt, verringerte Reparaturkosten. Ist das eine Empfehlung? Ich glaube, es kommt, ja, Molzi, du wolltest. Ja, das wäre halt so meine Frage gewesen. Also warum wir das Thema aufgegriffen haben, ist, ich wollte einfach mal so in die Runde der Kollegen fragen mit, soll ich mir für mein neues iPad Pro tatsächlich Apple Care Plus zulegen? Weil, wie gesagt, es ist einmal 140 Euro, die du quasi upfront bezahlen musst und dann pro Service-Fall nochmal teilweise ganz ordentlich, glaube ich, sogar nachlegen darfst. Beim iPad geht's. Also iPad kostet alles 49 Euro, beim Pencil alles 29 Euro. Tatsächlich alles? Ja, also so wie ich das hier verstanden habe, alles. Also das ist tatsächlich dann durchaus bezahlbar, wenn man vergleicht, was so ein iPad-Austausch sonst kostet. Ja. Ja, da ist ja gegebenenfalls, wenn mehr kaputt ist als, keine Ahnung, eine Kopfhörerbuchse, wenn es dann noch eine hat, Totalschaden, oder? Ja. 750 Euro und sonstige Reparaturen beim iPad Pro, ja, glaube ja. ich. Ja, ja, also bis ja. zu. Ja, also Apple repariert ja auch nicht, da kriegst du ein Austauschgerät in die Hand gedrückt. Das ist ja fast ein neuer Preis, genau. ne? Also ja. Das 11 Zoll iPad Pro mit genau. wenig Speicher, was 64 GB sind, kostet doch schon nur 149, glaube ich. Ja. ja. Also es ist fast ein Neupreis vom Gerät. Wahrscheinlich ist das Problem genau das Problem, das man bei jeder Versicherung hat, nämlich eigentlich lohnt es sich nicht, es sei denn, ja. man hätte sie gebraucht. Bis was passiert, genau. Ja. Das war aber bei so aus der eigenen Vita heraus würde ich sagen, ja, eigentlich lohnt es sich nicht, weil nie wirklich Probleme gehabt. Andererseits lebt es sich natürlich entspannter, wenn du weißt, okay, wenn dir das Ding jetzt irgendwie aus den Pfoten fällt und auf dem Boden zerschellt, dann war es halt im schlimmsten Fall ein 200-Euro-Missgeschick, aber kein 750-Euro-Missgeschick. Ich habe das früher mal mitgekauft, als ich noch meine iPhones bei der Telekom gekauft habe. Die hatten ja auch so einen, ich glaube, das ist der Schutzbrief bei denen, was man dazu klicken konnte. Und das war auch immer noch, also ich hatte ja das große Problem, dass immer, wenn ein neues iPhone gekommen ist und ich das alte dann verkaufen musste, ausgerechnet dann hatte ich immer sehr, sehr viel Pech mit diesen Geräten. Die sind dann, weiß ich nicht, das muss am Kalender gelegen haben, dann sind die häufig nochmal runtergefallen oder so. Das war noch ein guter Weg, um nochmal ein neues iPhone zu bekommen, kurz bevor man es verkaufen wollte. Ja. Aber ich weiß nicht, da hatte ich wirklich viel Pech. Ich weiß, es ging auch vielen Menschen so, aber irgendwie ist das dann wohl so. Das muss dann am Wetter auch liegen. Oder so. Naja. Ja. Ansonsten, ich hab Apple Care gekauft, tatsächlich jemals für das erste MacBook, was ich gekauft habe. Für mein erstes iPad. Ah. Ja. Aber danach nie wieder. Weil mir auch nie was passiert ist mit diesen Geräten. Inzwischen muss ich sagen, einen einzigen iPhone-Schaden, den hat eine mitarbeitende Person aus dem Verlag hier verursacht. Aber sonst habe ich jetzt 10 Jahre iPhone rum, 12 Jahre iPhone rum. Und das ist mir noch nie kaputt gegangen. Also ja, klar, Kratzer und so, aber Gebrauchsgegenstand. Noch nie Display gerissen oder gesprungen. Nie gehabt sowas. Und also man muss dazu sagen, du bist ja kein Mensch, der besonders viel in Displayschutz und sowas investierst. Oder? Nee. Ich hasse die Dinger wie die Ja, eben. Keine Hülle, kein Displayschutz, gar nichts. Meins ist ja völlig eingepackt. Schack ist der echt hardcore. Ja. Ja, also ich hatte auch... Das war Herrn Raukamps Mikrofon. Entschuldigung. Ich hatte bei meinem iPad 10,5 Zoll, bei meinem iPad Pro zweimal das Problem, dass ich das Gerät tauschen musste, aber das war innerhalb der Garantiezeit noch. So, das war ein Displayproblem mit einem helleren Fleck. Einen relativ großen hellen Fleck, also auch so, dass man das relativ schnell gesehen hat und Apple da gar keine Umstände machte und das mir sofort ein neues Gerät in die Hand drückte. Das war das Einzige, was ich bisher hatte, jemals mit Apple-Geräten. Bisher sind die immer in der Familie weitergewandert und tun da auch immer noch ihre Dienste zum Großteil. Einmal hatte ich eine defekte Festplatte bei einem iMac, aber das ist
auch ja, schon alles gewesen. Festplatten sterben auch, das ist ja eher Verschleiß quasi. Das ist eigentlich fast schon normal. Irgendwann ja, sind die halt durch. Ja. Gut, kommen wir zu aktuellen Themen oder hast du noch was? Ja, aber davon? Dann in was sind wir uns denn jetzt einig? Das wirklich, also ich glaube, dass es von Gerät zu Gerät jeder mal durchrechnen muss, weil die Preise ja auch so unterschiedlich sind. Und es zweitens darauf ankommt, wofür man das Gerät nutzt. Also wenn ich jetzt freiberuflich bin und das ist mein MacBook, mit dem ich alles mache und ich habe niemanden, der irgendwie einspringt oder so. Und das Geld ist manchmal auch ein bisschen knapper, weil ich mal mehr Aufträge habe und mal weniger, dann würde ich vielleicht eher über so einen Apple Protection Plan nachdenken. Ja, als Privatperson würde ich lieber Geld beiseite legen. Ja. Also und wenn man das, wenn man, also denselben Beitrag, den man so an Versicherungen zahlt, sind irgendwie 10 Euro pro Monat ungefähr. Und Apple Care rechnet sich ja, was sagtest du gerade, für ein iPhone? Für ein iPhone 10S 239 Euro. Plus für die Reparatur, wenn sie anfällt? Das sind für ein Display 29 Euro und für alles andere 99 Euro. Ja, ich würde das versuchen beiseite zu packen und darauf spekulieren, dass es einfach nicht kaputt geht. Und wenn man das über 2 iPhones vernünftig hingerettet bekommen hat, hat man genug Geld beiseite gespart, um im Schadensfall ein neues kaufen zu können. Ja, ich glaube, es kommt auch darauf an, wie man veranlagt ist. Also du jetzt mit deinem iPhone, Herr Schack, das ist ja nun völlig abwegig, dass das mal runterfällt. Wie gesagt, das war dann ein Kollege. Das fällt häufig runter, das fällt hier im Büro. Aber es geht nie kaputt. Genau. Und ich habe im weiteren Familienkreis einen jungen Herren, der, ich glaube, inzwischen das 8. Smartphone kaputt bekommen hat. Und das schafft er auch immer nach 2 Wochen. Trotz Hülle und allem, was man irgendwie drum machen kann. Es gibt tatsächlich so Brachialphilosophen. Genau, und man weiß auch nicht, wie er das schafft. Und er lässt es auch mal liegen, dann ist es verloren. Mag der keine Hüllen? Oder? Ja doch, trotz Hülle schafft er das. Ja, dann hat er hier die falschen Hüllen. So eine Otterbox. Ja, die kriegt er jetzt auch beim nächsten Smartphone. Das haben wir schon gesagt. Ist bei Apple Care Plus da Diebstahl mit drin? Ich glaube eben nicht. Also du musst schon nochmal ein Gerät wieder abgeben, egal in welchem Zustand es dann ist. Das können ja andere, ne? Die von der Allianz, die haben irgendwann vor Jahren schon mal bei uns geworben. Wie hießen die noch? Die von Saturn Media Markt zum Beispiel, da gibt es auch verschiedene Modelle, da ist auch eins mit Diebstahl dabei, solche Dinge, ja. Das wird auch eine Überlegung wert. Also gerade bei mobilen Geräten, dass der iMac geklaut ist, das eher unwahrscheinlich. Das ist dann eher eine Hausrat mit drin wahrscheinlich. Ja. Und man muss auch echt mal durchrechnen, was die nehmen und was da die Serviceleistung ist. Also Apple ist ja wirklich nur, falls ein normaler Garantiefall ist oder dir das mal runterfällt oder so, dann wird halt die Reparatur günstiger. Das ist das, was Apple Care Plus ist. Klingt auch ganz so, als sollte es dazu demnächst mal eine aktualisierte Version eines Artikels auf MacLife.de geben mit Tabelle und so. Ja. Das haben wir vor 2 Jahren zum letzten Mal gemacht, in wirklich Ausführlichkeit. Ja, ich erinnere mich dunkel. Der ist auch immer noch guter Artikel, so, also die Zahlen, Daten, das kommt immer noch mehr oder weniger hin, aber müssen dann eine aktualisierte Version von machen. Das war damals unsere Volontärin. Genau. Willst du mir was sagen? Dürfte klar sein, wer das Update hatte von Albert. Freue mich schon riesig drauf. Ah, da heißt AGBs durcharbeiten. Ja, sie hat auch nur 4 Wochen gebraucht. Ah ja, dann. Das war wirklich eine krasse Detailarbeit. Ja. Ha, Prüfungsleistung. Alles Klausurrelevant. Abschlussarbeit oder was? Ja, quasi. okay, wollen wir zu aktuellen Themen kommen? Ja. Leg los. Was übers Wochenende so ein bisschen explodiert ist, ist Apple und Kindersicherungs-Apps. Da hat die New York Times irgendwie zugeschlagen. Hat das irgendwer von euch noch mitgelesen, außer mir? Am Rande verfolgt, sagen wir es so. Ich habe es gar nicht mitbekommen. Was heißt zugeschlagen? Sie haben darüber berichtet, ne? Ja, aber auch. Also ich habe aber auch Internet gefastet übers Wochenende, glaube ich. Wohl auch ohne Apple zu fragen wieder, was ich mal ein bisschen schwierig finde. Also wenn man Artikel über jemanden schreibt. Die Antwort noch sowieso nicht herrscht. Also die haben mit einer Ausführlichkeit jetzt ja geantwortet gerade. Die jetzt, nachdem es erschienen ist, genau. Ja, vorher haben sie wahrscheinlich auf Anfrage. Die Frage, weiß man nicht, ne, ob die nicht vorher auch eine Anfrage gestellt haben. Vielleicht ich weiß, sie einfach nicht beantwortet. Ich hätte es, aber dann hätte ich es so gemacht, New York Times, den nun wirklich seriösen Journalismus betreibt. Die haben eine Anfrage gestellt. Die werden eine Anfrage gestellt haben und wenn sie keine Antwort bekommen haben, dann hätten sie es reingeschrieben in den Artikel. Dann nicht drin, ob sie eine Antwort bekommen haben. Nee. Okay, das ist natürlich, also ist mir der gute presserechtliche Ton wäre anzufragen und wenn keine Antwort kommt, reinzuschreiben. Ja. Apple wollte sich zu diesem Punkt nicht äußern. Ich habe den Artikel jetzt eben 2 Mal gelesen, vielleicht auch überlesen, das will ich nicht aufschließen, aber ich meine, das steht da nicht mit drin. Okay. Aber worum geht's überhaupt? Was New York Times sagt, ist, dass Apple gegen Apps zur Bekämpfung von iPhone-Sucht vorgeht. Und zwar, dass systematisch jetzt alle Apps rausgeworfen worden seien, die Gerätenutzung einschränken könnten. Das kann man natürlich zum einen für sich selbst machen, wie das die Bildschirmzeit von uns auf Apple macht, oder halt als Kindersicherungsfunktion.
Es sollen 11 der 17 populärsten soll das sein, die da rausgeschmissen worden sind. Kennst du einen Namen von denen? Ich kenne, nee, keinen einzigen. Ich habe es auch nie genutzt, sowas. Also ich habe es in dem Artikel von welchen gelesen, sind mir vorher nie ins Auge gesprungen. Jetzt hat Apple, die haben am Wochenende schon, hat Phil Schiller da auf irgendeine E-Mail geantwortet von einem User, die dann natürlich irgendwie auch veröffentlicht worden ist. Und es gibt ein offizielles Pressestatement dazu, wo Apple das sagt, was Apple immer sagt, wenn solche Sachen passieren. Die anderen sind schuld, aber in dem Fall glaube ich wirklich, denn der Kern des Ganzen ist, dass diese ganzen Apps nutzen Zertifikate, diese MDM-Zertifikate, Mobile Device Management, sind eigentlich dafür gedacht, dass wenn ich in der Firma bin und irgendwie mehrere hundert iPhones oder iPads verwalten muss, dass man den Mitarbeitern Zertifikate aufspielen kann, die dann dafür sorgen, dass, keine Ahnung, Accounts schon mal eingerichtet sind, dass bestimmte Apps installiert werden, vielleicht auch Apps, die es gar nicht im App Store gibt, sondern die dann am App Store vorbei, so firmeninterne Apps und sowas. Das gleiche System, das Facebook und Google genutzt hatten, was zu genau. diesen internen Apps führte, eigentlich internen Apps, in denen Nutzer ihre kompletten Daten an Facebook verkaufen konnten und solche Dinge. Genau. Und das fand Apple nicht lustig, dass das über dieses Firmenzertifikat stattfindet. Genau. Am App Store vorbei. Und das ist derselbe Weg, den auch diese Apps nutzen, um Kontrolle über das iPhone zu erlangen. Und haben damit dann aber auch grundsätzlich Zugriff nicht nur auf diese Funktionen, sondern auch auf persönliche Daten, auf Nutzerstandorte, auf Statistiken zur App-Nutzung, auf E-Mail-Konten, auf die Kamera, auf den Browser-Verlauf. Und das ist da halt alles so mit drin. Und Apple findet das scheiße, dass das so passiert. Das halte ich auch erstmal für richtig. Das Zitat, was dazu drin ist in der Pressemitteilung von Apple ist: Eltern sollten ihre Ängste über die Gerätenutzung ihrer Kinder nicht gegen Risiken für Privatsphäre und Sicherheit eintauschen müssen. Und der App Store sollte keine Plattform sein, um diese Entscheidung zu erzwingen. Niemand außer den Eltern sollte uneingeschränkten Zugriff auf die Geräteverwaltung ihres Kindes haben. Das kann man, denke ich, einfach so unterschreiben. Ja, ist natürlich erstmal ein Satz, der sich gut anhört. Mir fehlt auch da das Hintergrundwissen, vielleicht sogar als Programmierer, um das nachvollziehen zu können. Erstmal, wenn du es so erzählst, ergibt es Sinn. Wie gesagt, ich kann es schwer beurteilen. Es liegt, glaube ich, auch noch kein Statement dieser Entwickler vor. Oder ist euch da irgendwas über den Weg gelaufen? Mhm. Apple selber hat nur gesagt, dass sie die Entwickler benachrichtigt haben und ihnen 30 Tage Zeit gegeben haben, die App zu verändern. Dem sind auch. Das ist die Frage. Kann man es so verändern, dass man auf diese systemrelevanten Daten zugreifen kann? Laut Apple, im Prinzip so, wie es Apple mit der eigenen App macht. Ja, Apple zumindest sind dieser Entscheidung auch einige nachgekommen, aber eben nicht alle. Und die wurden dann gesperrt. Also scheint es ja möglich. Es scheint möglich zu sein, ja. Andere Dinge sind ja nicht möglich, weshalb man wegen seinem Google Assistant nicht vollumfänglich auf dem iPhone funktionieren kann, weil Apple da bestimmte Zugriffe nicht zulässt, um meinetwegen eigene Notizen zu schreiben mit der Apple-Notizen-App. Ja. Das kann ich nur nicht sagen, wie tief man da aufs iPhone zugreifen muss. Ja. Das ist natürlich die Frage. Und die Frage ist auch, also wie Apple-Schnittstellen da so konfiguriert sind, wie viel man da so sehen kann, wenn man das in Apples Methode quasi macht. So oder so ist es aber, glaube ich, eine schlechte Entscheidung, dass da irgendein App-Entwickler von Ho Chi Minh Flower Power Industries vollen Zugriff auf mein iPhone bekommt. Grundsätzlich ist ja, muss man dazu sagen, es hat ja lange gedauert, bis Google und Apple diese Funktion ins Betriebssystem integriert haben. Nun tue ich mich ein bisschen schwer damit, irgendwelchen Entwicklern einen Vorwurf draus zu machen, dass man es versucht hat, welchen Wegen auch immer. Man weiß ja auch nicht, wie gut es dokumentiert war, und wenn nun irgendwie anscheinend 11 Entwickler das anders gemacht haben und auf anderen Weg daran gegangen sind, fällt es mir genauso schwer, nun anzunehmen, haben das nun nur diese Programme entwickelt, um auf irgendwelche Daten zuzugreifen. Also man kann denen, finde ich, erstmal keinen Vorwurf machen, dass sie grundsätzlich Programme entwickelt haben, die sich mit dieser Problematik beschäftigt haben, nämlich der Smartphone in Anführungsstrichen Sucht oder übermäßigen unkontrollierten Nutzung. Das Problem ist, dass diese MDM-Zertifikate dafür nicht gemacht sind. Das unterschreibst du auch, wenn du da deine 480 Seiten lange Ich werde Apple-Entwickler-Erklärung unterzeichnest.
Das ist, Seele verkauft. Es ist ja definiert, wofür diese Dinger halt da sind. Die sind halt für Mobile Device Management gedacht. Und ja, du lachst, warte auf die neuen Autorenrichtlinien. Ja. Die sind noch länger. Aber erzähl weiter. Menschen, die da so vorgehen, werden erstens schon mal vertragsbrüchig gegenüber Apple. Und das ist ja auch derselbe Hebel, den Apple angewendet hat, was Kaspar gerade sagte, Facebook und Google das da irgendwie versucht haben. Und dass auch die ganzen Facebook-Kianer in wo ist denn nochmal, Menlo Park, nicht mehr bezahlen konnten, weil dann Apps nicht mehr funktioniert haben, die intern, weil Apple das alles dicht gemacht hat. Ja. Das ist irgendwie, ja. Gut. Also ich find's gut, dass Apple da irgendwie den Daumen drauf hat. Ob sie da freizügiger werden müssen mit Daten, das ist eine andere Frage. Aber dass sie jetzt den Daumen drauf haben und sagen, hier, was ihr da macht mit Vollzugriff, nahezu Vollzugriff auf die iPhones von irgendwelchen Leuten, das geht nicht. Ja, aber es ist ihnen relativ spät auch aufgefallen, oder? Ich meine, diese Apps sind ja schon länger auf dem Markt. Das ist kein Vorwurf an Apple oder so. Ich glaube, jetzt kommen sie auf einmal um die Ecke. Ne? Ich glaube, dass es im Zuge dieser Google- und Facebook-Geschichte, dass Apple dann größer mal drauf geguckt hat, welche Apps eigentlich diese Zertifikate nutzen. So. Mhm. Also das ist ja auch, die werden ja lokal installiert und Apple kriegt das ja auch nicht so wirklich mit. Das ist ja das große Problem gewesen. Also was firmenintern ich mit meinem iPhone mache als Firma, das kriegt Apple ja nicht unbedingt mit. So, und ich glaube, dass man da einfach jetzt ein paar Hebel in Bewegung gesetzt hat, um genauer zu kontrollieren, was im App Store damit passiert. Und dann sind diese Kindersicherungs-Apps wahrscheinlich einfach aufgefallen. Und mal am Rande, wenn sowas im Betriebssystem jetzt integriert ist, ist sowieso der Kundenkreis für diese Firmen und Apps geschrumpft, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ja. Das ist ohnehin eine große Stärke von Apple seit Jahrzehnten, sich anzugucken, was gut läuft und das dann selbst auch mal einzubauen ins Betriebssystem. Ja, kann man aber auch mal darauf hinweisen, weil ich glaube, viele oder die meisten Anwender von iPhone und iPad wissen gar nicht, wie sie ihr iPhone oder ihre Kinder mit den Geräten oder was sie da einstellen können. Ja. Da gibt's vielfältige Möglichkeiten, den Zugriff zu beschränken oder selbst die Altersbeschränkung bei Videos einzustellen oder Zugriffszeiten festzulegen. Da ist eine Menge möglich und ich sehe, auch hier müssen wir, glaube ich, nochmal einen Artikel nachlegen, der das alles erklärt. Auf jeden Fall. Vielleicht klar. Die beiden Väter aus dieser Runde. Ja, meine Tochter ist noch zu klein, aber ja. Oh, dann Stefan. Ah, Stefan, ja, den haben wir schon wieder vergessen. Ich gucke jetzt hier in die Runde. Die ist auch immer ganz begeistert. Sobald sie ein neues iPhone bekommt, sieht sie gleich, aha, okay, die Einschränkungen habe ich also alle. Und ach, meine Eltern wissen auch immer, wo ich bin. Also du arbeitest also, bin, du nutzt das exzessiv. Also. Nee, ist die Frage, also, hört deine Tochter diesen Podcast? Ich glaube, kann er ja einschränken. Alte Männer, die über Technik quatschen, ist glaube ich nicht so. Nicht so alte Herr weiße Männer, die über Technik also, quatschen, ja. Wehren Sie sich mal. Ich bin nicht alt. Nee, was tatsächlich ganz sinnvoll ist, die Standortfreigabe. Insofern, dass man dann quasi familienweit quasi den Standort freigibt und dann über Freunde suchen, immer weiß, wo jemand gerade steckt. Mhm. Und wenn Kinder in so ein Alter kommen, wo sie dann auch mal unterwegs sind und abends auch mal ein bisschen länger und überhaupt und sowieso, ist das, glaube ich, gar nicht so unter elterlichem Kontrollzwang. Sondern einfach, es ist wirklich manchmal gut zu wissen, wo Menschen stecken, die einem wichtig sind. Ja. Du hast Sohn oder Tochter? Tochter. Wie alt? 16. Und die muss dann die Standortfreigabe, die kriegt das mit auf den Weg, die Standortfreigabe einzuschalten? Ja, genau. Okay, und das macht sie? Nee, da hat sie keine Wahl. Stefan, ja festgelegt. Na, eine Wahl hat sie schon. Ach so, ja. Nee, kann sie nicht. Sie kann das Smartphone zu Hause lassen. Es geht ja. Ich denke falsch rum, ja. Ja. Ja, gut, im Zweifelsfall wäre die Wahl halt dann auch die zu sagen, wenn du das nicht machst, hast du kein Smartphone mehr. Also man hat da ja durchaus noch Druckmittel. Also meine Freundin und ich machen das gerne mal bei Autofahrten irgendwie, bei längeren. Also nicht, wenn wir beide im Auto sitzen, aber beide im selben Auto geben wir unseren Standort frei. Nein, aber wenn jetzt einer irgendwo hinfährt und oder zu einem fährt, dass man da mal sieht, ach guck mal, da ist der schon, wie lange braucht er noch? Oder ja, das mache ich auch gerne. Ich nutze den Glimpse ganz gerne mal. Ja, das ist, ja. Genau, so rum habe ich gedacht, ja.
Ja, aber es geht ja auch darum, die Kinder einfach vor dem, was da in diesem Internet zum Beispiel rumgeistert, zu schützen und also, Dinge. Das ist ja aber eine allgemeine Frage heutzutage. So, interessierst du dich überhaupt dafür oder willst du einfach nur Punkte sammeln bei deinem Teenager, indem du ihm das neueste iPhone in die Hand drückst? Und ich habe es gerade im Bekanntenkreis, wo Scheidungsfamilie. Und Vater will also Teenager beeindrucken, indem er das neueste iPhone ihm in die Hand drückt. Und da wird sich dann auch um gar nicht so viel gekümmert. Und das beobachte ich häufiger, dass da kein Bewusstsein für ist. Darauf wollte ich hinaus. Ja, ja, das glaube ich auch. Ja, aber spätestens bei sowas wie Apps kostenpflichtig kaufen, sollte man ja schon mal nachdenken, ob man da vielleicht eine Schranke einbaut. Also es gibt ja immer wieder die Fälle, wo Kinder Zehntausende von Euro im App Store ausgegeben haben, weil es keinerlei für Schlumpfbären oder so. Ja, für irgendwelche In-App-Käufe, für irgendwelche Spiele, wo man dann rosa Kostümchen für irgendwelche Pferdchen bekommt für 99 Euro oder so. Und dann hat man da halt 40 mal drauf geklickt. So. Schlumpfbären, schönen Gruß an Timo Hetzel von Bits und so. Der hat das, glaube ich, implementiert. Als der hat Schlumpfbären gekauft. Aber bei dem ist das so synonym für In-App-Käufe. Zu meiner Zeit haben meine Eltern mir noch die Verbindung, die Telefonverbindung vorgelesen. Ah, ja, heutzutage. Das kenne ich auch. Geht es um Schlumpfbären. Einzelverbindungsnachweise, meinst du? Oh ja. Das ist ja schon recht, das ist ja neu. Aber im Mondscheintarif, oder? Das war eine Scheiße alles, meine Güte. Ja, das war wirklich schwierig, finde ich auch. Wir hatten tatsächlich, lag glaube ich damals den Kindernachrichten bei, wo sind wir jetzt? AOL-CDs? Nee, so eine Pappscheibe, zwei Pappscheiben aufeinander getackert. Ja. Und dann konnte man die oberste konnte man so drehen, je nachdem, welche Uhrzeit gerade ist. Und dann wurde einem angezeigt, welche Vorwahl man wählen muss. Ja. Ich denke, unsere Hörer werden das noch wissen. Wir müssen das jetzt nicht erklären, dass es sowas gab, oder? Ich hoffe, dass wir Hörer haben, die das nicht wissen. Ich kenne diese Pappscheiben nicht. Guck mal, da geht's schon los. Nein, ich hatte die nie. Wir haben nie irgendwas mit Vorwahl gemacht. Telefon, da kann man mal gucken, wie man gerade mit uns telefonieren kann. Ich bin groß geworden als Internet oder Telefon. Da bin ich groß geworden. So. Also ISDN oder so. Mach mal eine K-Modem. Ich will telefonieren, geh mal einen aus dem Internet. Wer ist schon wieder in der Leitung? So, das wurde dann durchs Haus gebrüllt. Das ist so das, was ich erinnere. Und ja, vermisse ich alles irgendwie nicht. Bilder bauten sich Schritt für Schritt auf, wenn man irgendwie Google-Bildersuche gemacht hatte. Ja. Aber es gab Google schon. Gab's immerhin. Google Ich kenne Alta Vista und Yahoo. Genau. Also es fing an mit AOL. Wir haben alles im AOL gemacht. Das macht übrigens Facebook noch, um da mal was Gutes bei Facebook zu sagen. Die nutzen AOL noch? Ja, so ungefähr. die haben. Das erklärt einiges. Ich kenne jemanden, der bei Facebook arbeitet, das bestätigt. Das lief vor zwei Jahren, glaube ich, mal durch die Presse. Aber das sei tatsächlich so, dass für Bestandteile, einzelne Bestandteile der Teams, die an den Mobile-Apps von Facebook arbeiten, die haben auch Diensttelefone, dass denen regelmäßig für ein, zwei Tage die Bandbreite radikal runtergedreht wird, damit die Leute mal sehen, wie eigentlich die Facebook-App funktioniert, wenn die Verbindung scheiße ist. Und immer noch gut funktionieren. Nee. Und deswegen ist das auch tatsächlich ja, finde ich so, die Original-Facebook-App, die funktioniert auch, wenn du dann irgendwie durch wilde Brandenburg fährst, funktioniert die erstaunlich gut. Ich nutze das. Da reicht auch Schleswig-Holstein. Ja. Ich habe die nicht mal mehr auf dem Mobiltelefon. Ich auch nicht, aber Instagram gehört ja auch irgendwie zu Facebook, aber da finde ich es ganz schlimm. Also das ist sogar, wenn du vollen LTE-Ausschlag hast, dann wäre scheiße. Ja. Dass da der Feed nicht aktualisiert werden kann oder so. Ich finde auch, Instagram ist echt ein Batteriefresser, ne? Ja, um Gottes Willen. Ja. Alles runterschmeißen vom Telefon. Ja, wobei ich muss sagen, dass Instagram tatsächlich aktuell schon so mein favorisiertes soziales Netzwerk ist. Ja. Also ich bin sehr viel auf Twitter, aber ich twittere nicht mehr. Und ich bin hauptsächlich auf Twitter. Wieder. Aber du tweetest ja auch, sehe ich ja regelmäßig. Ja. Jeden Morgen, ne? Ja. Nein, nicht jeden Morgen. Der Morgen-Tweet des Herr Rockamp. Ja. Und ich, also wenn ich das was poste. Das ist das Einzige, was für mich funktioniert von allen Netzwerken tatsächlich. Ja. Ne? Weil ich da auch, ich habe bei Facebook immer den Eindruck, ich werde dauernd mit Dingen belästigt, die mich eigentlich nicht interessieren, von Leuten, die mich nicht interessieren. Das passiert auf Twitter bei mir nicht so häufig.
Ich finde halt die Shitstorms auf Twitter im Moment sehr anstrengend, und die Debatten, die sich dann lostreten. Und aber die, musst du dir nicht angucken. Nein, einfach mal stumm schalten. Ja, das mache ich ja auch regelmäßig. Und ja, ich habe da auch eine extrem lange Blockliste inzwischen. Du musst einfach den Thread nicht verfolgen. Nee, mache ich, genau. Ja. Ne? Das ist meistens ganz angenehm. Aber in Instagram finde ich immer noch das Netteste. Findest du? Immer noch, boah, ja. Aber nee. Also das, was ich so mache, schon. Ich glaube, ich bin da noch nicht abgerutscht in die Hassblase. Ich auch. Wenn du nicht gerade, ich glaube, nicht gerade eine Frau bist, die Bilder von dir selbst postet, ist Instagram ganz kuschelig. Das eigentlich. Ist ja von Alvin selten. Selten, ja. Ich glaube, da die Aktion mit, wie heißt sie, von Paulina? Paulina Ruzinski, ja. Oh, super. Großartig. Wieso, was hat die gemacht? Ne, die hat diese ganzen komischen Dudes da, die sie alle nur auf ihre Brüste ansprechen, schön vorgeführt. In welches Magazin ist das noch in diesem Fernsehen? Das von Nightlight Klaas. Berlin. Genau. Ja, genau. Ne, die haben halt ein Fotoshooting gemacht. Aber das war nicht ihr Dekolleté, das man sah, sondern eher so ein Maurer-Ding. Ah, okay. Dann sind sie alle natürlich begeistert. Ja, sie fanden es alle total geil. Ja. Und haben da echt, was man da für Kommentare drunter liest, ist so abartig. Ja gut, also, in der Blase ekelhaft. Bin ich nicht. Nee, zum Glück nicht. Nee, auch da. Ja klar, das ist so und das ist auch nicht gut zu heißen, aber tatsächlich das erlebe ich nicht. Wenn auf Twitter und Facebook die ganze Nazi-Kacke, die da abgeht und so, das erlebe ich täglich. Aber das ist einfach qua Geschlecht, werde ich auf Instagram einfach in keinster Weise irgendwie angegangen. Deswegen fühle ich mich persönlich da Es ist natürlich traurig, dass das eine Geschlechterfrage ist. Aber das wäre ein ganz anderer Podcast, fürchte ich. Ja. Ist es hier ja auch, ne? Ich hätte ja so gern mehr weibliche Beteiligung in diesem Podcast, aber bewerbt euch. Ja, wenn also auch als Autorin, Redakteurin, die MacLife braucht ein bisschen mehr Weiblichkeit. Ja. Ist schwierig, offensichtlich ist es schwierig. Wir werden da in der Spam-Mail des Monats nochmal drauf eingehen. Ja. Aber ja, definitiv. Wir bemühen uns nach Kräften, aber es ist schwierig, weibliche Tech-Autorinnen zu finden, weil die es gibt und die gut sind, ganz offensichtlich auch schon Jobs haben. Und vielleicht nicht nach Kiel wollen? Ja, wir können ja auch über freie Mitarbeiter reden. Ach so, okay, gut. Aber Kiel ist schön. Ja, Kiel ist tatsächlich schön, ja. Geht so. Wo kommst du nochmal her? Wo wohnst du? Aber ja, ich schreibe da noch was in die Shownotes zu, nochmal zwei, drei Sätze mit einer Kontaktadresse nochmal. Wer Bock hat, irgendwie für uns zu schreiben, meldet euch. Oder im Podcast teilzunehmen, auch wenn du keine Frau bist, melde dich gerne. Wir suchen immer nach coolen Leuten, aber besonders, wenn du eine Frau bist. Wir waren gerade schon beim Mobilfunk, da können wir weitermachen mit das ist jetzt schon inzwischen so ein bisschen veraltet, was letzte Woche passiert ist. Aber es gab diesen Rechtsstreit zwischen Qualcomm und Apple, wo wohl auch der Name Qualcomm Qual-Programm ist quasi. Das ist wirklich ein doofer Name, ne? Aber auch nur in der deutschen Sprache, wie so viel. Ja, eben genau. Ich habe mich da so ein bisschen weiter reingefuchst, weil ich das erst für so ein Patent-Troll-Geschichte gehalten habe, was es tatsächlich nicht ist. Aber Qualcomm sind schon diejenigen, die so Funkmodems bauen, die LTE-Modems bauen und die vor allem auch 5G-fähige Modems bauen. Und die erheben da natürlich Lizenzgebühren für, wenn man diese Dinge aber nutzen möchte. Man muss dazu sagen, Qualcomm ist eine dieser Firmen, die unwahrscheinlich viel Macht und unwahrscheinlich viel Verbreitung haben, von denen aber wenige Leute im Prinzip wissen, so da draußen. Es ist keine Firma, die so ganz vorne in der Wahrnehmung sind. Ich denke auch, das ist ein bisschen wie, ich glaube auch, dass niemandem klar ist, dass wenn morgen Bosch entscheidet, dass sie keinen Bock mehr haben, weiterzumachen, Laden dicht machen, dass mindestens alle europäischen Autohersteller auch dicht machen können. Ja. Das ist, glaube ich, genauso wenig Leuten klar. Ja. Also aber diese Qualcomm-Dinger, die sind quasi in jedem Smartphone drin, die sind in allen Kopfhörern fast drin, ne? Die ganzen Bluetooth-Chips und so. Ja. Das hört man immer bei den Bluetooth Kopfhörern, finde ich, kann man immer schon ausmachen, ob da ein Qualcomm drin ist. So immer an dieser Stimme so. Ah, das meinst du auch. Okay. Wenn du einschaltest und ausschaltest. Ja. Und paired, connected. Ja, your headphone is connected. Wo sie verloren haben, ist Prozessor. Ne? Also die bauen auch diese Snapdragon-Dinger, die meisten Android-Telefone, die meisten hochpreisigen Android-Telefone antreiben. Da ist tatsächlich Apple vorweg, ja, was Leistung und sowas anbelangt. Aber Modems kann Apple bisher wohl nicht selbst bauen. Mhm. Wollten sie vielleicht auch nicht. Haben die bei Intel gekauft eine ganze Zeit lang.
Aber Intel, das ist nämlich der Gag, hatte auch Lizenzgebühren an Qualcomm bezahlt. Und das ist das komische Modell, was für Qualcomm gefahren ist, dass Apple trotzdem auch nochmal Lizenzgebühr bezahlt hat. Also die kaufen nicht nur bei Intel ein, die schon mal bezahlt haben, sondern auch der Handyhersteller zahlt nochmal an Qualcomm. Und zwar nicht pro Stück oder sowas, also ja, auch pro Stück, aber prozentual vom Verkaufspreis des jeweiligen Telefons. Und das ist, also Apple zahlt doppelt, würdest du damit sagen? Apple zahlt doppelt, genau. Oh, das, sowas macht Apple ja nie mit. Und Apple fand es auch, aber Apple fand es halt auch nochmal kacke, dass du nicht sagst, okay, fünf Stück davon kosten so viel, 5 Millionen Stück davon kosten so viel, egal wer die kauft, dass es eine vernünftige Rabattstaffel gibt oder so, sondern dass es am Preis des Telefons bemessen wird. Das kann ich verstehen, dass sie es doof finden. Und ich fand, also ich weiß nicht, ich weiß noch nicht, wie ich das Modell finden soll. Ist natürlich eine Gelddruckmaschine, weil die Firmen, die potenziell viel Geld haben, nämlich die hochpreisige Telefone herstellen, auch noch mehr Geld abdrücken müssen. Alles schon irgendwie, weiß ich nicht. Ich fänd's auch schwierig, glaube ich. Ja. Also wenn es mal, also anders gerechnet so, Papierhersteller, wir drucken ja noch für den Mac Live, fänd ich auch strange, wenn die sagen, ihr habt jetzt den Heftpreis erhöht von 57 auf 8 Euro, jetzt wird euer Papier für euch aber auch teurer. Schwierig. Ja. Das stimmt, ja. Oder dein Mieter, also ich weiß, da hängt es noch mehr, aber wenn dein Mieter mitbekommt, dein Vermieter mitbekommt, dass du eine Gehaltserhöhung bekommen hast, also hier, du kriegst mehr Geld, das ist cool, dann kann ich jetzt auch mehr Geld haben. Man hat sich jetzt aber geeinigt, richtig? Die haben sich jetzt geeinigt, ja, die hatten einen Prozesstag und haben sich dann außergerichtlich geeinigt. Was Apple gemacht hat, ist, warum es überhaupt einen Rechtsstreit gab, ist, Apple hat Geld zurückgehalten, also das zahlen wir aber nicht. Mhm. Oder nicht voll oder doch immer. Es gab einen Gerichtsverhandlungstag und danach haben sie sich außergerichtlich geeinigt. Darauf, ich nehme an, Apple wird noch irgendwas abgedrückt haben an Geld, an Qualcomm, aber vor allem ist Qualcomm jetzt... Stand doch auch irgendeine Summe im Raum irgendwie, oder? Ja, aber das ist ja, also nicht... Nicht bestätigt. Nee, genau, aber die werden da schon Geld abgedrückt haben und Qualcomm ist jetzt Modem-Lieferant für Apple. Juhu, von einem Tag auf den anderen. Ja. So, da genau. Sind wir wieder. Das ist übrigens von Qualcomm prophezeit worden, dass Apple sie früher oder später braucht. Und es gibt wohl auch nicht viele Wege an dem vorbei. Nö. Jetzt gibt es nämlich gar keinen mehr, weil Intel quasi in demselben Atemzug gesagt hat, wir machen unsere Schiene dicht. Wir brauchen keine 5G-Modems. Nein, das heißt, man wird nur anfangen können, selber von seitens Apples zu entwickeln, aber das wird wahrscheinlich, also man wird es ja durchgerechnet haben, was würde es kosten, wenn wir unsere eigenen Modems entwickeln, wie lange würde das dauern? Und ich denke, man wird zu dem Punkt gekommen sein, dass Qualcomm zwar immer noch viel Geld möchte, aber wahrscheinlich dann immer noch billiger ist. Das sind schon ziemlich schräge Gerichtsverhandlungen und Gerichtstermine, ja, denke ich, die wir, also die auf einer Ebene stattfinden, die wir kaum noch nachvollziehen können, finde ich. Als wenn zwei Bodybuilder, die vor Kraft kaum laufen können, aufeinander zurennen und einmal gegeneinander prallen und sagen, okay, lass uns das irgendwie beenden, das bringt sowieso nichts, irgendwie, ich lade dich zum Kaffee ein und dafür, ne? Als Beobachter würde er wahrscheinlich auch kein einziges Wort verstehen, was da gesprochen wird. Die wissen doch ganz genau vorher schon, dass sie aufeinander angewiesen sind. So. Irgendwie Qualcomm wird auch keinen Bock haben, irgendwie einfach mal so auf Apple zu verzichten. Und da spanne ich nochmal den Bogen zu dieser Spotify-Geschichte. Die wissen auch, dass sie aufeinander angewiesen sind. So, klar braucht Spotify Apple, die werden nicht einfach sagen, oh, von Apple dann nicht, dann stampfen wir halt unsere iOS-App ein. Ja. Ist mir egal irgendwie, dann irgendwie Android reicht uns oder so. Und umgekehrt weiß Apple auch ganz genau, dass es iPhones nicht nur verkauft, weil iPhone draufsteht oder so, sondern unter anderem, weil man darauf eine Anwendung benutzen kann, die Spotify heißt oder die Facebook heißt oder sonst was. Diese ganzen Aktion, wo es dann immer so aussieht oder in der Presse, dass so hochgejazzt wird. Apple gegen Facebook, Apple gegen Spotify oder nein, Apple verkauft natürlich auch deshalb iPhones, weil Facebook und Spotify drauf laufen. Und das weiß man bei Apple auch. Genau, da muss man abwägen jeweils, wer da die mehr Vorteile hat. Also bei Spotify ist das, glaube ich, völlig klar. Die kommen beide nicht untereinander klar. Facebook könnte Apple, glaube ich, ohne weiteres vergraulen, weil es genug alternative Clients gibt, die sehr wohl auf dem iPhone laufen und manchmal sogar besser laufen. Ja, das könnte dann Facebook ja wiederum unterbinden. Genau, das wird sich dann so hochschaukeln irgendwie.
Bis man am Ende damit landet, dass man Facebook im Browser benutzt, was nach wie vor meines Erachtens die beste Facebook-Experience ist, gerade auf Mobilgeräten. Nicht die App zu verwenden, sondern den Browser. Du meinst, es ist so ein bisschen wie der Kampf zwischen Dieter Bohlen und Capital Bra? Den habe ich jetzt nicht mitbekommen, verdammt. Da spricht die Jugend jetzt. Ja, da spricht die Jugend, genau. das war ein Instagram-Fight, wo wir gerade bei Nettes Netzwerk und so waren. Ach, der Dieter benutzt Instagram. Dieter macht lauter Instagram-Stories, ganz fürchterliche Instagram-Stories. Und hatte sich da, der Rapper Capital Bra hatte sich da mit Dieter angelegt und dieser Instagram-Streit dauerte gefühlt 3 Tage und plötzlich kam dann Capital Bra mit einem Cherry Cherry Lady Cover um die Ecke und die beiden haben sich versöhnt und sind jetzt Best Buddies. So, das wirkte auch alles so ein bisschen wie so ein PR-Ding. Also, und sehr wahrscheinlich sitzt denn der Mr. Bra in der nächsten Jury von... Das kannst du durchaus haben, ja. Oh Mann. So viel zum Thema Capital Bra und inszenierte Rechtsstreits. Nicht Rechtsstreit, es war ja kein Rechtsstreit, aber Streitigkeiten. Also es ist, glaube ich, auch ein bisschen, wie du sagst, PR-Maschine mit dabei. Ja, ich will nicht sagen PR-Maschine, aber das sind kalkuliertes Aufeinandertreffen oder Aufeinanderkrachen, sag ich mal. Ne? Ich finde es immer so ein bisschen... Ja, ich kann schwer nachvollziehen, so die Werte, um die es am Ende geht. Sehr wahrscheinlich geht es denn auch nicht anders, sonst würden die sich ja vorher mal einigen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nicht vorher mal ein paar Mal telefoniert haben oder gefacetimed haben oder was weiß ich, was man da so tut. Ich glaube, die haben das so gemacht, wie ich damals mit meinem großartigen Rechtsstreit gegen Rihanna. Die haben geguckt, wer zuerst zuckt. Da waren, glaube ich, beide überrascht, dass sie dann an Tag 1 tatsächlich vor so einem Richter standen. Ja. Und man sich dann ganz schnell nochmal hintenrum irgendwie geeinigt haben. Ja. Also auch in dem Wissen darum, was sie alles auf den Tisch legen müssen, also an Informationen, an Verträgen, an Mails, an hast du nicht gesehen. Ja, technisch Details. Ja. Was ist denn noch diese Spotify-Sache? Ist da schon irgendwas bei rausgekommen? Nee. Ist vor der EU und die warten alle jetzt. Ja. Spotify hat böse Briefe geschrieben, Apple hat geantwortet und bisher war es das. Ja. Ich erwarte auch, dass nichts passiert. Ich denke auch nicht. Also. Warum nicht? Ich sehe, also meine Argumentation ist und bleibt, dass Apple gerade in Europa mit den iPhones viel zu irrelevant ist, als dass die EU da irgendwie sagen würde, ah, hier die Monopolisten oder so mit ihren 20% Marken. Ja, aber Apple ist ein großer Name. Also das wenn ist du doch Quatsch. Also auf einmal ist Apple ein ganz unwichtiges Nischenunternehmen. Das ist doch Käse. Das ist die Frage, welche Metrik man anwendet. Also natürlich ist Apple so der große Player, wenn es um Wirtschaftlichkeit geht. Aber hör doch auf, das ist doch immer, wenn irgendwas ansteht, irgendwelche Diskussionen, dann wird das immer so gedacht, ja, nein, Android, das ist ja, ja, die verkaufen vielleicht viel, aber die meisten Umsatz im App Store und so weiter macht immer noch Apple. Guck mal, wie groß Apple ist, so. Und immer, wenn es dann umgekehrt geht, dann so, oh nee. Na, aber der Vorwurf, wir sind doch so klein und ach, ja, aber wir sind doch nur Nischenmarkt. Der Vorwurf ist doch, dass Apple eine marktbeherrschende Stellung ausnutzt. Und natürlich, die haben sie ja. Nein. Der Vorwurf ist, dass sie in ihrem Markt ein Monopolist sind. Ja. Und das sind sie. Da gibt es doch überhaupt nicht. Und wenn irgendjemand in den USA bei mindestens 40% liegt, dann ist das doch eine quasi Monopolstellung. Dann kann man doch nicht sagen, Aber zum einen, was in den USA ist, ist ja für die EU nicht relevant. Ja, aber wie groß sind die hier? 20% oder so? Ja, und da soll Spotify einfach sagen, diese 20% sind mir egal oder was? So können wir ja lassen. Oder es geht doch darum, dass Apple im selben Markt ein Konkurrenzprodukt hat. Darum geht es doch. Wo dann die ganzen Einnahmen in Richtung Apple fließen. Und Spotify im selben Markt ein Produkt hat und dann auch noch vom eigenen Produkt sozusagen, von den Abogebühren erst 30% und dann 15% ab dem zweiten Jahr, glaube ich, auch noch wieder an Apple abgeben soll. Das ist doch Wahnsinn. Aber und außerdem erlaubt es Apple auch nicht, innerhalb der Spotify-App meinetwegen einen Button zu machen, wo du draufklickst, wenn du ein Abo abschließen willst, wo sich dann die Spotify-Seite öffnet. Korrigier mich, wenn ich Mist erzähle, aber ich glaube, das erlaubt Apple nicht. Richtig. Mit anderen Worten, sie erlauben Spotify aus der App heraus nicht mal Abos zu verkaufen. An Apple vorbei. Das ist doch Wahnsinn. Das ist doch eine
Also, dass man damit durchkommen kann. Aber die Frage ist, ist es in irgendeinem selbstgeschaffenen Markt anders? Also jeder, der doch einen Markt schafft, definiert die Regeln. Aber ja, aber das nennt man denn irgendwann Monopolismus. Dafür gibt es ja diese Institutionen, die dann entscheiden, okay, das geht aber nicht so, wie du das machst. Ich fand es zum Beispiel, und bis heute finde ich es lächerlich, diese ganze Geschichte, die Microsoft damals über sich hat ergehen lassen müssen. Ich bin bei Weitem, und damals war es noch weniger Microsoft-Sympathisant, aber es ist ja wohl jeder, der einigermaßen sich mit einem Rechner oder mit einem Betriebssystem auskennt, in der Lage, einen anderen Browser zu installieren. Wer das nicht kann, ach mein Gott. Und dann muss ich irgendwie Microsoft fast zerschlagen lassen, weil sie es gewagt haben, nur den eigenen Browser mitzuliefern. Das ist doch marginal gegen das, was Apple da treibt. Die sind Monopolist in ihrem eigenen Markt, weil weit gesehen ist das ein sehr relevanter Markt, natürlich. Und es ist auch nicht so, dass die klein sind in Europa. Und ich glaube, was man auch nicht unterschätzen darf, ist der Name Apple selber. Also Microsoft wurde, glaube ich, unter anderem so draufgehauen von irgendwelchen EU-Kommissionen, weil der Name Microsoft da stand und man einfach zeigen wollte, guck mal, wir können auch das große Microsoft regulieren. Ich glaube, dass bestimmte Politiker durchaus Interesse dran hätten, Apple auch mal eins reinzuwirken, so weil der Name Apple da steht. Ich würde nicht unbedingt sagen, da guckt man nach irgendwelchen Zahlen, wie viel Marktanteile man hat oder so. Man darf nicht unterschätzen, was Apple immer noch für einen Namen hat. Das kann ich mir tatsächlich vorstellen, aber das traue ich der EU aktuell nicht zu. Also so sehe ich die EU auch bejuble in der ganzen Brexit-Nummer, wie sie sich da Rückgrat beweisen und auch Zusammenhalt beweisen. Kleiner politischer Ausflug. Ja, ja aber wir haben doch gesagt, heute ist der Podcast der Ausflüge. Aber wenn man sich anguckt, wie gut das klappt mit der Regulierung von IT-Unternehmen aktuell von Seiten der EU, also Google, Facebook, gerade die beiden, muss da, glaube ich, niemand Sorge haben, dass die irgendwas konstruiert bekommen, um Leuten da reinzugrätschen. Ja. Nein, ich finde es einfach, also das ist einfach keine Sache von Fairness. Wenn Apple den jedenfalls erlauben würde, einen gewissen Abo-Button dann innerhalb der App zu haben. Wenn sie sagen, okay, wir wollen nicht, was ich auch schon nicht richtig finde, irgendwie, dass du den Abschluss eines Abos innerhalb deiner App machst. Wenn Apple dagegen was hat, finde ich auch schon, warum wollen sie das nicht? Aber sie sollten doch jedenfalls die Möglichkeit einräumen, dass der Verbraucher einfach die Möglichkeit leicht eröffnet bekommt, auf die Webseite von Spotify auszuweichen und da das Abo abzuschließen, ohne dass Apple was daran kassiert. Und das Ding ist eben, weil Apple das direkte Konkurrenzprodukt hat und sich damit rühmt, dass sie angeblich zum Beispiel in den USA mittlerweile mehr Abonnenten haben. Dem fließt aber das komplette Geld zu und ich weiß nicht. Und dann in der Begründung so rumzukommen, ja, aber Spotify sind ja sowieso die Bösen, die haben ja gerade 2 Tage vorher irgendwie irgendwas beschlossen, damit jetzt die Musiker noch weniger Geld verdienen. Ach, das ist einfach lächerlich. Also das Ganze so zu begründen und dann auch noch, und dann wie gesagt immer so zu kommen, oh, wir sind doch gar kein Monopolist, wir sind so klein. Das ist doch albern in dem Moment. Also natürlich sind sie ein Monopolist. Sonst müssten sie ihren eigenen Markt für andere öffnen. Fertig. Ich finde diese ganze, wir verdienen an den Abos mit. Also irgendwie muss es eine andere Möglichkeit geben, dass sowas wie Serverkosten für einen App Store oder so, weil das sind ja 99 Euro, die Entwickler dafür zahlen. Und damit ist ihnen ja theoretisch der ganze App Store offen. So, und theoretisch ist auch das, was Spotify einzig und allein an Apple überweist. So, da muss es vielleicht irgendwann mal eine Möglichkeit geben oder ein anderes Preismodell, dass man eben nicht nur anhand dieser Abos mitverdient, weil das ja Apps dann auch ganz bewusst einbauen. Also Apple hat sich damit ja auch im Spielemarkt ein eigenes Grab geschaufelt, deswegen gibt es ja auch Apple Arcade vermutlich demnächst, weil man gemerkt hat, okay, diese ganze Freemium-Titel-Krams, damit verdienen die Entwickler sehr viel Geld und das hat jetzt Überhand genommen und ist in jedem Spiel drin und das hört auch nicht mehr auf. Wir müssen da jetzt mal was gegenbauen, damit es irgendwie mal qualitativ wieder ein bisschen mehr Spiele gibt, die mehr können als Candy Crush-Saga oder irgendwas. Und irgendwie muss es da auch mal irgendwie was geben, dass man nicht mehr nur noch an Abos Geld verdient. So.
Weil das ist ja das große Problem. Das Ding ist, Apple macht es, weil sie es können. So. Ja, klar. Und das kann einfach nicht richtig sein. Das kann einfach nicht richtig sein. Es ist nicht mein Empfinden von Fairness dem Wettbewerb gegenüber. Hätten sie im selben Markt kein Konkurrenzprodukt, meinetwegen, sollen sie da meinetwegen mitverdienen. Aber sie haben nun mal mit Apple Music das direkte Konkurrenzprodukt. Das finde ich schwierig. Ich finde es mindestens schwierig. Und wie gesagt, Spotify hat keine Möglichkeit, irgendwie anders im iPhone-Markt Abos zu verkaufen. Ja, das ist wie Netflix. Netflix kannst du ja auch, die haben das ja auch völlig rausgenommen aus der App. Du kannst ja auch in der Netflix-Ex nicht nirgendwo ansatzweise dir ein Abo abschließen. Das heißt, du musst über den Browser gehen und ganz normal dein Netflix-Abo da erstmals abschließen, bevor du es irgendwo nutzen kannst. So. Aber das auch, wie funktioniert es aber auch? Da versteht das, ich verstehe das Problem nicht so richtig. Oh, komm, ich jetzt ein bisschen spät, Mann, ne? Ja, ja. Je nachdem, was du jetzt sagst. Mit den Spotify erklären müssen, dann ist es spät. Aber. Nee, genau, also Netflix hat es ja auch einfach rausgenommen. Wieso kann Spotify das nicht auch? Also die App, die könnten ja auch alternativ, könnten sie die App für... Spotify hat es natürlich rausgenommen, weil sie es rausnehmen mussten. Ja, genau. Aber sie haben keinen Bock da drauf. Genau. Ja, gut. Netflix ist da, glaube ich, einfach gechillter und entspannter, so nach dem Motto, kommen die Leute schaffen es schon, das Abo bei uns abzuschließen. Ja, mal sehen, ob sie immer noch so gechillt sind, wenn Apple TV Plus da ist, so, und einen gewissen Marktanteil hat und Apple dann wieder sagt, wir sind aber keine Monopolisten. Nicht mit 8 Serien. So, das ist ja, also, wäre jetzt der komplette... Abwarten. Ja, ne? Natürlich, ich weiß. Und dann okay, da kommen doch wir auf nächste Erfolg Thema, und, ne? Ja. Ja. Nein. Apple Music ist ja komplett Konkurrent, weil da ja alles drin ist, so wie bei Spotify. Aber Apple TV Plus sehe ich nicht als Netflix-Konkurrent, immer noch nicht. Sie wollen natürlich dahin. Ja, ich kann klar. Mir von Apple nicht vorstellen, dass sie sagen, irgendwie, oh, uns doch Latte irgendwie. Ja, genau, und uns halt die 8 Serien und dieses, gut ist. Dieses kleine, exklusive Videoangebot. Ja. Ich glaube, dabei wird das Apple nicht belassen wollen, oder? Ich glaube, nee, das ist zum einen das nicht. Und ich glaube, Netflix ist da vollkommen zu Recht, aber so entspannt, weil die genau wissen, das wird Jahre dauern, bis irgendjemand vor der Wahl steht, Apple TV Plus oder Netflix. Das wird Jahre dauern, bis Apple da so weit ist. Und die haben natürlich aber grundsätzlich das gleiche Problem, vor dem auch Spotify steht. So, das ist ja schon vergleichbar. Und ich glaube, aber Spotify hat gerade den viel, viel größeren Druck, da irgendwas zu machen, weil es halt ein Produkt gibt, was tatsächlich aktuell haben sie, glaube ich, 2,5 Millionen Songs sogar mehr in Apple Music drin, kann aber hier das sind, aber es ist ja auf Banane. Wie die Blocksberg-Spiele. Also, Apple hat aktuell das größere Angebot und machen damit mehr Geld pro User mit als Spotify und das Angebot, was technisch insofern das Bessere ist, also natürlich besser in iOS integriert ist, was Spotify auch nicht leisten kann an der Stelle. Davon hat Spotify schon einen viel, viel größeren Druck und Netflix hat die entspannte Haltung, sagen zu können, okay, wir ziehen erstmal einen Stecker raus und warten, wie ihr euch einigt, das gilt dann automatisch auch sowieso für uns, weil das irgendwann vergleichbar ist, macht ihr Mann. Was auch ein bisschen feige ist, weil natürlich könnte man dann sagen, wenn man den Standpunkt hat, dass das Spotify in dieser Diskussion recht hat, wäre es von Netflix ja mal ein cooler Schritt zu sagen, übrigens wir auch, wir machen das jetzt zusammen hier. Ja, wäre eine schöne Geschichte, auf jeden Fall. Also wird es auch beschleunigen, glaube ich. Also wenn wir Netflix und Spotify zusammen so eine Kampagne aufziehen. Absolut, also wenn irgendjemand von Netflix zuhört, nicht, kann dass uns gerne losgetreten auf dem Anrufbeantworter anrufen, oder? Ja. Und wir stellen Verbindungen her. Ich habe ja das Spotify-Buch seinerzeit geschrieben. Genau. Deshalb vielleicht auch meine leichte Sympathie für Spotify, die sehr gut mit mir zusammengearbeitet haben. Ich stelle ja gerne Verbindungen her zwischen Netflix und Spotify. Und weil wir hier mit Schleifenquadrat ja auch ein Monopolist sind, würden genau. Wir einfach nur Netflix-Freierbus würden reichen dann als Gebühr quasi. Aber nur die 4K-Variante wahrscheinlich. Ja. Ach, darunter kann man den Fernseher gar nicht mehr anzeigen. Nee. Bleibt das schwarz. Gut. Gut, dann sind wir von Qualcomm zu Spotify gekommen. Ja. Abos ist aber auch so ein Stichwort. Ja. Was ist denn wohl Steady, Herr von Alvern? Ja, Steady ist eine coole Geschichte. Die sitzen, glaube ich, in Berlin, korrigiert mich, falls es nicht stimmt, direkt neben den Krautreportern, die vielleicht einige Hörerinnen und Hörer kennen. Das gehört ja auch zu den Krautreportern. Genau, das ist eine Nebenfirma, Tochterfirma. Ich weiß gar nicht, wie da die Geschäftsverhältnisse sind, aber die gehören eng zusammen. Es war so, dass das, glaube ich, der Bezahl-Backbone von den
Unkrautreporter und dann waren später und dann, eine eigene Firma wurde. Genau, haben genau. die irgendwann ja. gesagt, das funktioniert ja auch für andere, oder? Ja, genau. Steady ist im Grunde ja ein Abo-Dienstleister, passt deswegen ganz gut zu unserer Diskussion von eben, in der Podcasts, Magazine, so Online-Portale wie die Krautreporter ihre Abo-Geschichten drüber abwickeln können und die bieten einen, wie viel inzwischen finden, sehr, sehr guten Service für einen vernünftigen Preis. Und wenn Nutzer einen Steady-Account haben, dann können diese ganzen Abo-Geschichten auch über diesen einen Account ablaufen. Das heißt, man muss dann zum Beispiel nicht überall sich wieder einen neuen Account knicken und nochmal seine Bezahldaten angeben und hast du nicht gesehen. Und ja, deswegen testen wir jetzt Steady mal. Richtig? Genau. Wir arbeiten an mehreren Projekten, die dieses Jahr noch hoffentlich an den Start gehen, wo Bezahlmodelle interessant werden könnten. Und probieren es jetzt gerade mal aus, wie das so technisch und abrechnungstechnisch auch ehrlicherweise jetzt alles so funktioniert, mit genau diesem Podcast. Also wer Steady besucht, steady.hq/Schleifenquadrat, steady.hq/Schleifenquadrat, auch nochmal in den Shownotes drin, kann aktuell da diesen Podcast unterstützen mit kleinen Beträgen. Ich glaube, wir haben ein 3 und 5 Euro oder sowas oder ein 3 und 10 Euro angegeben. Was man nicht kann bei Steady ist so ein Freifeld, wo man dem Nutzer freistellen kann, wie viel er reinwerfen soll oder Schieberegler oder irgend sowas. Dann muss vorher so Pakete definieren. Das haben wir gemacht. Und wer möchte, kann uns da gerne unterstützen. Genau, es ist freiwillig. Also wer jetzt zusammengezuckt ist und denkt, er kann in Zukunft Schleifenquadrat nicht mehr hören, ohne dass er ein Abo abschließt, nein. Aber es wäre schon schön. Stellt euch das so vor, wir gehen jetzt gerade mit dem Hut rum. Ja, genau. Richtig, kleiner Klingelbeutel. Ja, wird in Pizza für die Aufnahme investiert, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, genau. Pizza und Bier. Das finde ich irgendwie nett. Weil bevor jetzt da die ersten Anrufe natürlich kommen oder Zuschriften. Wir sind da schon finanziert. So. Mhm. Menschen werben hier ja in diesem Podcast. Heute wird das Cyberport sein. Kommen wir später noch zu. Was natürlich aber keiner weiß, ist, dass Schleifenquadrat nach wie vor so ein absolutes Nebenprojekt ist. Das läuft hier neben allem drumherum. Und in unterschiedlich großen Teilen wird da auch Freizeit investiert, damit das alles am Laufen ist. Ja. Und wer dafür sorgen möchte, dass wir hier während der Podcast-Aufnahmen weder verhungern noch verdursten, genau, kann da ein paar Euro in den Pott werfen. Das landet auch dann direkt hier im Team und läuft nicht durch die ganzen. Aber wie Thomas sagte, kein Zwang. Wir sind immer noch gratis zu hören. Wird auch immer so bleiben. Ja. Sehr gut. Schön, schön. Herr Molz. Stefan, bist du noch da? Ich bin auch da, ja. Wie hörst du denn aktuell so Podcasts? Mit welchen Geräten? Ach, schöne Überleitung. Ja, und zwar hat mir jemand auf den Zettel geschrieben, das Thema heute, AirPods 2. Ja. Ja. Du hast ja welche. Kann man kaufen. Sind ganz okay. Okay, das war ein kurzes Feedback, Dankeschön. Ja, nächstes. Genau, das war die Kurzform. Nee, ich finde es ja schon mal irgendwie so, AirPods 2, große Erwartungshaltung, aber es sind ja nur die AirPods zweite Generation. Also wer jetzt da ist eher so 1.5, ne? Ja, vielleicht nicht mal das. Also so von der Strategie Apples her dürfte es einfach so gewesen sein, zu sagen, okay, jetzt sterben so langsam die ersten AirPods den Akku tot. Und wenn man sich dann schon irgendwie ein neues Pärchen kaufen muss, dann soll das auch ein bisschen mehr können. Und was es halt mehr kann und was es auch ziemlich cool ist, dass es auf Hey Siri, ich hoffe, jetzt springt es ja nicht irgendwo was an. Alles an. Lauter, genau. Geräte gehen hier an, ja. Ja, direkt auf Zuruf reagiert und man da nicht irgendwie noch irgendwo dran klopfen, rütteln oder schütteln muss. Funktioniert sehr gut. Funktioniert nämlich auch so, wie auch schon beim HomePod, dass man gar nicht erst auf einen Aktivierungston warten muss, sondern einfach Hey Siri, bla blub. Und dann wird auch schon der direkt hinten dran gesprochene Befehl ausgeführt. Das ist auch so für mich so das große neue. Oh, schau mal hier, irgendwo. Geht schon direkt los.
Ja. Ja, genau. Das ist so die größte Neuerung für mich. Alles, was sonst noch so. Wie nutzt du da Siri? Also mit deinen AirPods? Ist ja im Prinzip einfach, dass du die Titelwiedergabe steuern kannst. Und ansonsten, wie man Siri halt nutzt oder auch nicht. Ich persönlich bin tatsächlich nicht so der wahnsinnig große Siri-Fan. Okay. Weil wir immer so ein bisschen Verständnisprobleme haben. Vielleicht nuschel ich zu sehr, vielleicht hört sie zu schlecht, vielleicht treffen auch einfach beide Komponenten aufeinander. Was sonst noch neu ist und also unter Schnickschnack fällt, ist das optionale kabellose Ladecase. Ich kam bisher ganz gut ohne klar, hatte mir trotzdem mal so spaßeshalber so eine Ladehülle für die erste Generation darüber gestülpt und klar kann man jetzt irgendwie auch kabellos laden, aber so oft muss man ja das Case auch nicht irgendwie an die Dose hängen, von daher kann man sich die, ich glaube 50€ Aufpreis sind es, wenn man sich gleich beim Kauf dafür entscheidet, das, die kabellose Variante zu nehmen mit dem Ladecase, ich glaube die kann man sich auch sparen. Ansonsten, die Dinger klingen genauso wie vorher. Ich hatte erst so das Gefühl beim ersten Reinhören, oh, okay, die klingen so ein bisschen frischer und spritziger. Weil sie noch sauber sind. Ja, genau. Da. Der Schmodder von 2 Jahren drin. Lecker. Ja, nee. Aber ich glaube, das ist aber immer so auch den Effekt, den man hat. Wenn man irgendwas Neues in den Händen hält, klar, da muss das irgendwie anders sein. Aber dann einfach mal hin und her gewechselt und es ist kein Unterschied, den man so hört. Und es ist auch jetzt nicht irgendwie, dass man sagen kann, okay, jetzt gibt man da rund 200€ für Kopfhörer aus, jetzt sind das auch die supergeilsten Kopfhörer, die es gibt, sondern die sind schon so analog zu dem, was man ja mit den EarPods auch so mit, in Anführungszeichen, kostenlos mit in der iPhone-Schachtel etwa liegen hat. Wie ist denn da, also Apple sagt ja auch, dass die Verbindung zwischen den Geräten schneller gehen soll, also die Kopplung. Wir ja, die war vorher ja auch nicht, auch, die war ja vorher auch nicht wirklich langsam. Naja, langsam war sie nicht, aber bei mir manchmal, wenn ich zum Beispiel gerade mit dem iPhone höre und aufs iPad wechseln möchte, vergehen schon so 5 Sekunden, bis irgendwas passiert. Ja, das ist jetzt definitiv schneller, aber wäre jetzt für mich kein Grund, sagen zu müssen, jetzt schmeißt eure alten Dinger weg und lauft sofort los. Also so groß ist der Effekt nicht. Weil eben. Schon, also da bist du so ein bisschen auf die Antwort schuldig gewesen. Du hattest ja auch den Testbericht in der MacLife geschrieben, in der Printausgabe. Und da hast du die Frage gestellt, lohnt sich ein Upgrade? Und so ein bisschen hast du dich drumherum gewunden. Ja, nee, also man muss nicht. Also die Alten tut es immer noch. Man kann aber. Aber man kann, genau. Wenn man noch irgendwo gerade ein paar Scheine liegen hat, man kann die auch noch verkaufen. Und tatsächlich kriegst du gebraucht auch noch ein bisschen Geld für. Es gibt Leute, die kaufen gebrauchte In-Ears, verstehe ich auch nicht. Aber ich würde jetzt nicht gleich losrennen und sagen, ja, nee, die muss ich unbedingt haben. Was für mich irgendwie so ein Killer-Feature wäre Noise-Canceling. Mhm. Da sind wir fast schon beim nächsten Thema, ne? Also es ist heiß gehandelt, dass denn spätestens zum nächsten Weihnachtsgeschäft wahrscheinlich im Herbst die nächsten erscheinen sollen, ne? Ja, die richtige zweite Generation. Entschuldigung. Da sind sich ja die Gerüchteköche nicht so ganz einig, ob die jetzt irgendwie noch vielleicht Ende dieses Jahres erscheinen oder erst nächstes Jahr. Dann echte AirPods 2, also nicht nur zweite Generation, eben vor allem mit Noise Cancelling. Warst du verwundert, Stefan, dass das jetzt nicht kam? Weil die Gerüchte waren ja schon letzten Weihnachten so ein bisschen am Kochen und dann kamen jetzt diese Dinge auch nicht mehr pünktlich. Warst du verwundert, dass nicht mehr passiert ist? Eigentlich nicht, weil die Dinger verkaufen sich ja immer noch wie geschnitten Brot. Mhm. Warum meinst, soll man dann... Ja, du meinst, Apple hat es einfach nicht nötig gehabt, im Moment da mehr zu machen. Genau. Ja. Ist ja sinnbefreit. Warum soll man quasi Entwicklungsarbeit für lau raushauen? Oder wartet man lieber auf den Augenblick, wo der Markt dann irgendwie gesättigt ist? Mhm. Und haut dann irgendwie die nächste Generation raus. Zumal die dann auch, das wird wohl der Kniff sein, nicht nur irgendwie ein neues, großes Feature wie Noise Cancelling bieten soll, sondern
voraussichtlich auch ein neues Design, wo du dann natürlich auch gleich siehst, okay, der hat jetzt die neuen, hippen, neuen AirPods und das andere sind dann halt die alten. Außerdem, Dr. Dre hatte ja auch noch was in der Pipeline. Das wollte er auch noch. Will er auch noch an zwei, drei Leute verkaufen. Ne? Ja. Also für den Hörer, der es nicht mitbekommen hat, es gibt von Beats by Dre gibt es im Prinzip mal einen AirPods-Konkurrenten. Ja, mit so einem Bügel, den man sich um Sport. Genau. Das sind eigentlich die Powerbeats in einer neuen Variante. Mhm. Komplett ohne Kabel. Und die Technik ist auch, soweit ich das gesehen habe, größtenteils die gleiche, die in den AirPods steckt. Vorteil ist halt eben, die rutschen dir ja nicht von den Ohren, wenn du irgendwie arg sportlich unterwegs bist und sind dann irgendwie auch schweißresistent. Das sind die neuen, die neu alten AirPods nicht schweißresistent, immer noch nicht? Also es wird nicht irgendwie offiziell beworben als Feature. Ich bin jetzt nicht der Extremsportler. Also ich würde sie nicht Probleme mit, aber ich würde sie nicht mit ins Wasser nehmen und auch keine allzu feuchten Sportarten damit betreiben. Also wenn die neuen AirPods die AirPods 1,2 sind, dann sind die Dr. Dre Dinger AirPod 1,7. 1,3 Sport. 1,3 Sport. Ja. Auf Version 2 warten wir aber immer noch, definitiv. Also ja. Aber ich finde es wirklich ganz geil, weil es so ein Produkt ist, das einfach rundum funktioniert, mir nie Probleme gemacht hat. Und wenn ich so ein bisschen die letzten Monate oder gar Jahre Revue passieren lasse, was es so an Neuheiten von Apple gab, würde ich schon sagen, dass die AirPods so mit das Geilste waren, was es da so aus Cupertino gab. Sie passen leider nicht in meine Ohren. Ich höre immer großes Lob, aber bei mir fallen sie halt raus, sobald ich den Kopf schräg da halte. Deswegen. Da gibt es Überzieher. Wunderbare Plastikdinger. So Gumminoppen, die du drüber ziehst. Dann ist das Produkt vielleicht doch nicht so perfekt. Deswegen warte ich auf das neue Design und hoffe, dass sie da echte Ears bauen. Das Interessante ist ja auch, dass sie sich so wie geschnitten Brot verkaufen, ohne dass jetzt die haben guten Klang, aber niemand verfällt in Begeisterungsstürme wegen des Klangs. Nee, es ist tatsächlich einfach, weil sie so praktisch und so gut funktionieren und so einfach. Ich glaube, das ist das Hauptargument für die Benutzung der AirPods. Ja. Wie gesagt, ich vergesse immer, meine Over-Ear-Kopfhörer auszumachen, weil ich einfach nicht mehr dran gewohnt bin, dass man Kopfhörer ausmachen muss. So. Mm. Und ich setze die regelmäßig aus, die Over-Ear, und dann ist der Akku alle, weil ich sie nicht ausgemacht habe. So, das wäre dann aber Standby. Nee, die haben auch kein Standby. Das wollte ich eben sagen, Das gute Produkt aus China. Das gute China-Produkt, das ist der große Haken. Ja, das ist natürlich auch ein fieser Vergleich. Ja, natürlich, ich weiß. Aber trotzdem, also AirPods, ein Anknopf, ich meine, sie haben einen Knopf, aber den habe ich noch nie gebraucht, so. Der ist ja eigentlich nur zum Koppeln da. Hör mal auf China rumzudissen. Nein, das will ich doch gar nicht. Das war ich gerade. Die haben schon doch, der Job von Herrn Schack eigentlich. Die haben doch eine gute Note bekommen hier, die Over-Ear-Dinger. Sag ich doch gar nicht. Ja. Insofern, das zeigt auch mal am Rande, wie wichtig dieser Kopfhörermarkt eigentlich ist. Dass Kopfhörer so ein wichtiger Markt geworden ist, das wird, glaube ich, immer wieder unterschätzt. Ja. Ne, wir reden über irgendwelche Brillen, die gefälligst Apple jetzt mal designen soll und entwickeln soll, um irgendwie das Display der Zukunft zu sein. Aber einer der wichtigsten Märkte ist zurzeit der Kopfhörermarkt. Und da hat Apple still und klammheimlich einen eigenen Standard geschaffen und so eine eigene Marktsparte, diese True Wireless-Dinger, die ich persönlich wieder nicht so toll finde. Mich machen die nervös, weil ich immer denke, ich verliere sie gleich. Mhm. Ne? Also ich habe sehr gerne nochmal irgend so ein Kabel, oder ich bin auch kein In-Ear-Mensch, muss ich sagen. Ich dichte nicht gern meine Ohren ab, auch wenn das bei den AirPods nicht so stark der Fall ist, aber ich habe ganz einfach Over-Ears, weil der Klang besser ist und B, ich das Gefühl habe, ich habe tatsächlich was auf den Ohren und ich vergesse die Dinger nicht. Und was ich faszinierend finde, ist, dass es aber auch, dass es ja ein Markt ist, den Apple nicht nur aufgemacht hat, sondern in den sie auch gestartet sind und eins der günstigen Produkte waren.
So als, der günstigen. Ja, mhm. Also als sie gestartet sind mit 180 Euro, es gab eigentlich kein Konkurrenzprodukt, das nicht mindestens 200 Euro einen Aufwärts gekostet hat. Das ganze erste Wir reden Jahr jetzt von In-Ears. Mhm. Ja, genau. Ja, ja. True Wireless Ding an, ja. Die True Wireless In-Ear. Ist ja inzwischen eine eigene Produktkategorie. Ja, es gab sie schon vorher, aber das ist wieder so ein Markt, es gab schon vorher diese Produkte, aber nicht so richtig geil, oder? Mhm. Ja. Ja, was, ja, nö. Gab's, aber die kosteten alle irgendwie 300 Euro. Die waren alt teurer. Kosten sie ja immer noch. Aber man also hat, Sennheiser. Kann ich jetzt nicht sagen, weil ich habe sie vorher gar nicht so wahrgenommen. Ich wusste wohl, dass es sie gibt, aber ich habe sie nicht so wahrgenommen. Ja. Hm. Und man muss ja auch sagen, Apple ist ein bisschen ausgelacht worden, als die um die Ecke kam. Ja, mit Zahnbürstenköpfen, die man sich in die Ohren steckt und so. Und, Optisch richtig toll finde ich sie immer noch nicht. Nein, ich auch muss nicht. Ich persönlich sagen, aber das ist dann auch eine Geschmacksfrage. Aber es symbolisiert, du hast diese Apple-Dinger wie anfangs so das erste iPhone mit diesen, oder war es sogar schon der erste iPod, wo du diese weißen Kopfhörer hattest, wo man noch rumlief, so die ersten 3 Wochen, als noch kein China-Produkt auf dem Markt war für 20 Euro, wo man noch so ein bisschen so eine Aussage gemacht hat. Was ich dafür ganz faszinierend fand, ich war relativ kurz, ein halbes Jahr ungefähr, nachdem der iPod rausgekommen ist, in Deutschland rausgekommen ist, war ich in New York und habe da Urlaub gemacht mit dem Papa zusammen. Und was da großer Sport war, das fand ich wirklich faszinierend, weil man hat sie natürlich erkannt als iPod-Nutzer an diesen weißen Kabeln. Mhm. Was da großer Sport in U-Bahn war und auch auf der Straße, wenn man zufällig an derselben Ampel gewartet hat, dass wildfremde Menschen ihren Kopfhörer aus ihrem iPhone rausgezogen haben und dir dann ihren iPod drüber gehalten haben und man sich mal kurz ausgetauscht hat, was eigentlich andere Menschen zu hören, ohne groß was zu sagen und einfach auseinandergegangen ist. Das fand ich großartig. Das ist toll. Wirklich cool. Das ist nie richtig gezündet. Am Rande jetzt wieder so ein Randthema. Soziales Musikhören. Da hat man immer gesagt, das ist das nächste große Ding. Und Spotify hat ja auch, jedenfalls in der Desktop-App, diese Seitenleiste, wo du gucken kannst, was deine Spotify-Bekannten gerade so hören. Gucke ich nie hin, muss ich zugeben. Dann hat Spotify das tatsächlich mal in einer Version rausgenommen. Dann gab es auch Proteste. Und kostet ja nichts. Und dann haben sie es wieder reingetan. Aber die soziale Musik hören, was immer so prophezeit wurde, das ist das nächste große Ding, hat nie stattgefunden. Und insofern ist die Geschichte umso charmanter, ja. Ich hatte damals mit einer meiner ersten Freundin, was rede ich hier? Naja, jedenfalls, wir hatten so einen Verteilerstecker auf unserem ersten Walk. Oh ja. Y-Stecker. Ja, genau. Geil. Ach, das waren Zeiten. Das kannst du mit den AirPods auch, also weil die ja kein Kabel mehr haben, kannst du einfach einer Person die andere Hälfte in die Hand drücken. Das ist natürlich auch ganz einfach. Ja, vielleicht besser ins Ohr. Ja, da ist der Klang besser. Ja. Sonst musst du sie doch sehr laut aufdrehen. Aber auch unhygienisch. Das war es halt mit der iPod-Geschichte damals nicht, weil jeder hat halt seinen Kopfhörer drin behalten, man hat quasi die ja, iPods. Recht. Ja, ja. Wildfremden Personen würde ich meinen AirPod auch nicht in die Hand drücken. Also wenn du... Naja, ich möchte auch von befreundeten Personen, die in ihr es nicht im Ohr haben. Ja, okay, gut, lassen wir das. Aber ich finde übrigens, dass den Punkt dazu. Dann warst du noch nie verliebt, Herr Schack. Was soll ich sagen? zum Design zurück, wo Apple sicherlich für ausgelacht worden ist. Aber ich habe jetzt auch so ein paar In-Ears irgendwie durch und ich glaube, Herr Möller ist da noch anderer Meinung, aber ich persönlich. Halt das Design nach wie vor überlegen, weil ich finde diese ganzen In-Ears, die ich, also True Wireless In-Ear-Dinge, die ich getestet habe und auch die teuren von Sennheiser, die wirklich geil klingen, ich finde das extrem eklig, dass sie so im ganzen Ohr so drin verkeilt sind. Meinst du mit diesen Nupsis und... Ja, die haben das nicht mehr, aber es gibt also diese Nupsis, die man sich so mit ins Ohr mit reindrückt und es gibt welche, die einfach dann... Meinst du diese Bügelchen, diese Flügelchen? Ja. Genau, und es gibt ja auch noch welche, die dann einfach nur über den reinen Druck von, ich muss dir hinreichend tief ins Ohr reindrücken und dann halten die da, saugen sich da so fest. Wo dann auch Unterdruck richtig entsteht, ne? Ja, ja. Und ich finde das wirklich... eklig, ja. Während diese AirPods, die hängen halt einfach so völlig entspannt in meinem Ohr. Ich habe da keinen, wie gesagt, bei mir passen sie halt. Ja, das ist richtig. So, die drücken halt nicht. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich vergesse die. Also wenn ich jetzt irgendwie mit jemandem telefoniere damit und das Gespräch beende, ich vergesse, dass ich die Dinger im Ohr habe. Ich merke nicht, dass ich die drin habe. Das macht mich nervös. Ja, verstehe ich. Ja, mich am Anfang auch, aber ich habe die jetzt seit 2 Jahren, 2017 sind die rausgekommen, ne? Ja, ich glaube. 1,5, 2 Jahren habe ich die jetzt. Nie einer rausgefallen, nie was verloren.
Und was nicht zu unterschätzen ist, man kann damit auch mal den Kopf irgendwo anlehnen, zum Beispiel auf einem Kissen. Das finde ich geht sogar. Oder so. An fremden Schultern. Oder an fremden Schultern. Bin ich voll im oder, Thema. Ja, ja, jetzt. Ich damit jetzt das hier der Liebespodcast. Oh fuck. Das geht mit Over-Ears halt nicht. So. Und also fürs Bett finde ich die deutlich angenehmer, wenn man noch mal ein bisschen zum Einschlafen Musik hören möchte oder Podcast oder so. Ja. Ja. Was wir dafür benutze ich nicht die AirPods, sondern die EarPods tatsächlich. Hm. Weil sie mir so leicht aus dem Ohr fallen. Das ist doch gut. Ich nutze sie halt, ne? Ich höre dann auf einem Ohr, höre ich dann. Und sobald ich mich umdrehe, fallen die auch sofort raus. Weg, perfekt. Das Telefon liegt auch auf dem Nachttisch und das bewegt sich auch nicht, weil die so leicht drin sind bei mir. Verrückt. Ja. Du hast komische Ohren. Du hast doch diverse, Sven, du hast doch diverse Alternativen schon getestet. Was, ja. Was würdest du da jemanden, der speziell sagt, ja, AirPods schön und gut, aber ich möchte halt auch Musik in hoher Qualität hören, was würdest du da? Beste Qualität hatten die Master and Dynamic MW07, glaube ich. Mhm. Die sind auch nur dafür ausgelegt, Musik zu hören, glaube ich. Die können ganz schöne Klopfer, ne? Also ganz schön groß. Ja. Ne? Ja, die wirken groß, aber im ersten Moment, wenn man sie drin hat, also ich habe sie dann nicht mehr wirklich gemerkt. Ich hatte auch Angst, dass mir das Ohr abfällt, aber das geht. Die sind klanglich echt, die waren wirklich gut. Haben keinen Schnickschnack, nix mit Smart und so. Mhm. Packst halt rein, haben ein paar Knöpfe, auf die du drücken kannst. Funktioniert echt super. Mhm. Bowers & Wilkins? Nee, Beoplay war das, glaube ich, ne? Die klingen auch super. Und wenn ich mich recht entsinne, nee, jetzt kriege ich die alle durcheinander. Aber es gibt tatsächlich ja auch schon, gibt es auch welche, die Noise Cancelling haben. Das war auch finde ich auch faszinierend immer noch wieder. Mhm. Auch wenn das so in diese kleinen Dinger passt, bin ich gespannt, was Apple daraus macht. Ja. Das. Dann wäre das nochmal interessant. Ich mag dieses abgeschirmt sein. Deswegen, ich habe auch vor, True Wireless habe ich schon immer In-Ears drin gehabt, weil ich das gut finde, beim Musik hören komplett abgeschirmt zu sein. Mhm. Nichts zu hören, alles, die ganzen Over-Ears und so, die drücken bei mir immer irgendwann auf dem Kopf oder auf dem Ohr oder irgendwo tut's immer weh. Nach einer Zeit jetzt auch wieder das Headset drückt. Das ist auch das Alter. Das immer überall weh tut. Irgendwann tut's immer weh. worauf wollte ich gerade hinaus? Du warst gerade. Naja, aber wenn es dann ein Noise Cancelling gäbe, dann wäre man ja zusätzlich abgeschirmt und dann müssten die auch nicht mehr ganz so dicht sein. Das stimmt. Das ist interessant, wie Apple, wenn die weiterhin so locker vor dem Gehörgang liegen, nicht reingedrückt werden, wie sie dann das Noise Cancelling. Mhm. Und daran beißen sie vielleicht auch noch rum. Ne? Es müsste ja ein aktives Noise Cancelling sein. Es würde nur per Software funktionieren, dass es wirklich alles, was an Schall kommt, einen Gegenschall sendet und den komplett neutralisiert. Also es muss richtig hartes Stück Technik drin sein dann. Und das geht wieder auf den Akku. Das geht auf den Akku und die sollten schon, die zweite Generation sollte nicht eine vehement schlechteren, deutlich schlechteren Akkulaufzeit haben. Das wäre, glaube ich, kein. Wie lange halten die jetzt so? Die halten 5 Stunden. Oh, das ist aber gut. Und 24 Stunden Ladung ist nochmal im Case drin. Und bei mir halten sie auch tatsächlich so 4,5, 5 Stunden. Das ist nur reines Musikhören. Telefonieren ist kürzer, ich glaube 3. Ja. Ja. Wer will 3 Stunden telefonieren? Niemand. Es gibt so Menschen. Alles schon geschafft. Ja, das Problem ist ja nicht, ob man selbst 3 Stunden telefonieren will, sondern ob man so oft angerufen wird, dass man am Ende des Tages tatsächlich 3 Stunden telefoniert hat. Das Gute beim Telefonieren ist ja immer, man muss nicht rangehen. Aber das hatten wir doch letztes Mal schon, ne? Ja, ja, das Beste beim Telefonieren ist das Auflegen. Gut, Blick auf die Zeit. Wir haben ja. Ah, ist doch noch nicht viel. Ich habe nur starken Hunger. Ja, wir haben aber auch schon wieder Folgetermine. Das ist das Problem. Okay. Oh. Das ist alles eine Katastrophe. Ihr und eure Termine. Ja, tut mir leid. Aber wir machen jetzt erstmal, was wir auf jeden Fall noch machen, ist das Interview, das ich schon aufgezeichnet habe. Ja. Mit Ludwig Becker von Cyberport. Mit dem habe ich ein bisschen darüber gesprochen, wer eigentlich Cyberport so ist, warum ich eigentlich bei denen vielleicht kaufen sollte, nicht bei Apple, was ich da an Vorzügen habe und noch nicht. Und wir haben so ein bisschen darüber gesprochen, über die Vorlieben und Probleme von in Anführungszeichen echten Menschen mit Apple-Geräten. So ein bisschen aus der Warte heraus, dass zum Beispiel die neuen iPads Apple vorgestellt hat, jetzt aber uns nicht so zu unfassbaren Jubelstürmen geführt haben, weil irgendwie ist ein bisschen schneller, aber sonst das, was man so zu erwarten hatte. Das ist für Kunden da draußen, die ihre Geräte auch mit eigenem Geld kaufen müssen, nicht mit der Firmenkreditkarte,
weil alles eine völlig andere Bedeutung hat und was da eigentlich so wichtig ist. Dabei, Jan, jetzt viel Spaß. Ich habe mich heute verabredet mit Ludwig Becker von Cyberport. Ludwig, wer bist du und was machst du eigentlich? Ja, also hallo, ich bin Ludwig von Cyberport, wie du gerade schon gesagt hast. Ich bin Category Lead bei Cyberport für die Category Apple. Das ist immer erstmal an und für sich ein relativ sperriger Begriff. Einfach gesagt könnte man sagen, ich bin Cyberports Gesicht zu Apple hin und entscheide alle Themen und alle Entscheidungen und alle Aktivitäten, die Cyberport rund um das Thema Apple an den Start bringt und umsetzt. Dann müssen wir, glaube ich, einmal klären, so für die viele Menschen draußen, zumindest hoffentlich nicht allzu viele, aber doch einige, was eigentlich Cyberport ist. Cyberport ist ein Elektronikhändler, ganz einfach gesagt. Cyberport ist schon seit 20 Jahren am Markt aktiv, hat vor 20 Jahren Apple oder Online-Händler oder als Online-Händler für iMacs und sich über die Jahre hin komplett Sortiment oder Vollsortimentshändler, der alle Sortimentsbereiche der Unterhaltungs- und Consumer-Elektronik abdeckt und inzwischen nicht nur online anbietet, sondern seit mehreren Jahren auch in Filialen über B2B-Teams und auf allen Kanälen erreichbar ist. Das heißt, wo finde ich euch, wenn du sagst, dass ihr auch in Filialen vorhanden seid? Orientiert ihr euch so ein bisschen daran, wo Apple auch unterwegs ist? Weil das vermutlich immer ein ganz guter Gradmesser ist, wo das Geld zu holen ist, aber oder bewusst an anderen Standorten? Wo das Geld zu holen ist, ist vielleicht da gar nicht der ausschlaggebende Punkt, sondern wir suchen uns Standorte, die zu Cyberport passen. Und das sind in Deutschland 14 Filialen in großen Städten in 1A oder 1B-Lagen. 1A oder 1B-Lagen heißt dann so vermutlich auch Stadtzentren, richtig? Genau, in Stadtzentren. Es gibt mehrere eigene Stores, die wir unter eigenem Namen ganz klassisch betreiben, so wie du das kennst, wenn du an einen Store denkst. Und dann haben wir noch drei Standorte in Deutschland, in Nürnberg, Hamburg und München, wo wir in Kooperation mit Galeria Kaufhof oder Galeria Karstadt heißen sie ja jetzt, wo wir dort noch drei Standorte quasi Shop-in-Shop betreiben. Das ist dann quasi analog zu dem, was das Apple selbst auch macht. Wir haben, also zumindest hier in Kiel, im Saturnmarkt ist das hier, glaube ich, hat Apple sich so auch so 4-5 Tische eingerichtet, wo sie halt so eine gesonderte Verkaufsplattform quasi haben. Das macht ihr quasi ähnlich auch in den Galeria Karstadt-Läden? Ähnlich, ja, wobei wir dabei nicht auf Apple festgelegt sind. Das ist einer der großen Vorteile von Cyberport, dass man bei Cyberport Dinge aus verschiedenen Ökosystemen miteinander vergleichen kann. Also du kannst, wenn du jetzt ein neues Notebook brauchst, dir ein Windows-Book angucken und daneben die Performance von einem Apple MacBook und dann eine Entscheidung treffen, was für dich da am besten passt. Das heißt, das wäre auch so das große Alleinstellungsmerkmal von Cyberport gegenüber so den klassischen Apple Stores, die man sonst so kennt als Apple-Kunde, dass ich da mehr Auswahl bei euch habe. Also klar, wenn ich jetzt als Apple-Kunde was kaufen will, dann vermutlich kaufe ich dann einen Mac und lasse mich nicht mehr davon überzeugen, noch einen Windows-PC zu kaufen. Aber auch drumherum habt ihr vermutlich ja ein Sortiment, was über das hinausgeht, was ich bei Apple finde. Das ist im Vergleich zu Apple auf jeden Fall eines unserer Alleinstellungsmerkmale natürlich. Was kriege ich denn sonst noch bei euch, was Apple mir nicht bieten kann? Du bekommst bei uns eine ganze Menge, was Apple dir auch bieten kann, nämlich eben zum Beispiel Apple Service, eine Beratungsqualität, die sicherlich vergleichbar ist mit derer, die du in den Apple Stores geboten bekommst. Ein ähnliches Ambiente, was die Läden angeht, weil oft hat man es ja so, dass wenn man so in die Großfläche geht irgendwo, dass man
das Gefühl hat, man steht so ein bisschen in einem Palettenlager, weil man durch gerade Gänge läuft, wo die Ware von der Palette verkauft wird. Und da grenzt sich Cyberport doch deutlich ab, indem man eben viel mit Licht arbeitet und helle Verkaufsflächen hat und einfach irgendwie versucht, so ein bisschen eine Wohlfühlatmosphäre zu schaffen. Ist es Cyberport eigentlich, danach kommen wir zum pendeligen Themen, aber ist Cyberport aktuell auf Deutschland begrenzt oder seid ihr europaweit aktiv? Seid ihr weltweit aktiv? Gibt es euch in anderen Ländern? Der Fokus für uns liegt ganz klar in Deutschland. Mhm. Das ist, wo wir herkommen und wo wir unsere Kunden haben, was auch gut zu uns passt. Wir haben noch zwei Filialen in Wien und auch einen eigenen Ländershop für Österreich. Also aktiv sind wir in Deutschland und Österreich. Warum hat man nicht mal technische Frage, warum hat man einen eigenen Ländershop für Österreich? Ich bin das ist vielleicht ein bisschen naiv, aber das ist doch alles irgendwie EU. Oder ist das ein steuerrechtliches Thema? Ich bin kein Experte für Steuerrecht, aber ich weiß, dass die Anforderungen der Kunden in Österreich auch nochmal ein bisschen andere sind. Also wir sind zwar alle Europa und Europäische Union, aber die Elektronikmärkte oder die Märkte an und für sich funktionieren schon von Land zu Land unterschiedlich. Das ist auch einer der Gründe, warum wir uns eben auf Deutschland und Österreich fokussieren. Ja, ist natürlich auch natürlich schwierig, wahrscheinlich als Elektronikhändler so ein durchgängiges Konzept dann über den Länder her ganz hinweg durchzubringen. Apple versucht das ja ganz gut, dass das so deren Store-Konzept überall auf der Welt mehr oder weniger dasselbe ist, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das ein ziemlicher Kraftakt ist, den man sich vielleicht auch gar nicht geben möchte. Apple selber hat so eine internationale Strahlkraft, dass die zumindest eben in den Metropolen irgendwie weltweit so schon ein gleiches Konzept durchsetzen können, aber das ist ja nichts, was in der gesamten Landesfläche über so eine Metropole hinaus dann funktioniert. Und wie schwierig das ist, du hast irgendwie eingangs vorhin Saturn erwähnt. Saturn ist da zum Beispiel auch so ein Beispiel, die das in vielen Ländern in Europa schon versucht haben und da auch ganz viel dann wieder zurückgebaut haben. Man muss das schon immer auf die einzelnen Länder dann so ein bisschen anpassen. Ja, wobei man natürlich auch Saturn weder mit Apple noch mit euch wirklich vergleichen kann. Also aus meiner Sicht so, Saturn ist ja schon einer von den Läden, die so nach ein bisschen nach Resterampe riechen und zu Palettenabverkauf und wo ich nicht hingehen wollen würde, wenn ich Beratung erwarte. Was ja meines Erachtens so eine Sache ist, die Apple selbst natürlich auch, aber natürlich auch gerade so Fachhändler wie Cyberport leisten können. Ja, das stimmt wohl. Auch deswegen sind so Apple-Fachhändler für uns in der Redaktion immer eine ganz gute Informationsquelle, weil Menschen, die halt in echtem Kundenkontakt stehen, quasi an der Front auch als erstes so mitbekommen, was die echten Menschen da draußen so umtreibt. Ein Beispiel ist, dass bei uns in der Redaktion so die jetzt aktuell vorgestellten iPads von Apple, die fanden alle schon ganz nett und es ist auch immer schön, was Neues in der Hand zu haben. Aber die hauen halt keinen wirklich vom Hocker, weil es dann doch eigentlich ältere Technik in noch älteren Gehäusen ist, was sich vermutlich aber am Markt ganz anders zeigt. Was sind so Sachen, mit denen echte Kunden in deutlichen Anführungszeichen gerade so bei Cyberport aufschlagen? Was sind so Fragen, Probleme, die man so hat als echter Apple-Kunde? Die Fragen haben sich eigentlich über die letzten Jahre wenig verändert. Höchstens in der Form, dass die Fragen in ihrer Menge vielleicht etwas weniger geworden sind, einfach weil das Produkt iPad inzwischen verstanden ist. Nicht wie vor ungefähr 10 Jahren, als man erstmal erklären musste, was ein Tablet ist und wo die Vorteile eines Tablets liegen. Ansonsten, was deine Einschätzung jetzt zur aktuellen Produktstärke des iPads angeht, muss ich dir fast ein bisschen widersprechen. Es ist sicherlich so, dass Apple, was jetzt so Komponenten oder Gehäuse angeht,
nicht die allerneuesten Varianten baut hat. Aber was Apple auszeichnet, und zwar über alle Sortimente hinweg, ist die Art und Weise, wie die Komponenten kombiniert sind und wie die mit dem Betriebssystem, in dem Fall mit iOS, zusammenarbeiten. Das kriegt Apple halt so perfekt hin wie kein anderer Hersteller. Und jetzt gerade durch die im März neu vorgestellten Modelle ist insbesondere das iPad-Line-Up so ausgewogen wie eigentlich nie zuvor. Vom Preiseinstieg mit einem 9,7 Zoll iPad bis hin zum Profi-Gerät iPad Pro 12,9 Zoll, was dann schon in die Richtung gehen soll, dass man sich auf ein transportables Gerät beschränkt und das Notebook sozusagen aus seinem persönlichen Line-Up sozusagen streicht. Wenn du sagst, dass das iPad so weit angekommen ist, dass es da eigentlich keine echten Fragen mehr zu gibt, ist das gut oder ist das schlecht? Also für uns, wir hoffen jetzt sehr auf iOS 13 und die da ja so ein bisschen gerüchteküchenmäßig angekündigten signifikanten Änderungen für die Benutzung des iPads, weil das für uns immer bedeutet, wir können was Neues erzählen. Das kann ich mir natürlich, für Cyberport kann ich mir das von zwei Seiten vorstellen. Nur zum einen, wenn Apple da vieles ändert, wird das heißen, dass es viele Fragen gibt und da irgendwie viel Servicezeit aufkommt. Auf der anderen Seite kann das ja aber auch heißen, dass wieder mehr Leute iPads in Ladengeschäften kaufen, gerade weil sie Beratung brauchen. Da ist das so, ist das gut oder ist das schlecht für euch, dass die iPads gerade eigentlich erklärungsunbedürftig sind? Ich würde diese Frage nicht mit gut oder schlecht beantworten wollen. Okay. Sondern es ist einfach immer gut, wenn es in irgendeiner Form neue iPads gibt. Und wenn die mit einer Mega-Innovation, sei es über die Hardware oder über die Software verbunden sind, dann ist das gut, weil wir viel über das neue iPad erzählen können. Hat aber auch den Nachteil, dass vielleicht die Zeit im Verkaufsgespräch dann zu kurz ist, um auf Zusatzdienstleistungen oder Zubehör einzugehen. Wenn aber das Produkt schon verstanden ist und man eben gar nicht mehr so sehr über Look und Feel von iPad sprechen muss oder über die Vorteile von iPad gegenüber anderen Tablets, dann kommt man viel besser dahin, eben abzuklären, was ist das passende Zubehör, was ein Kunde vielleicht noch braucht. Ist es, mit welchem Pencil funktioniert das Ding? Braucht man ein Type-Cover, braucht man irgendeine andere Hülle, braucht man eine Produktversicherung in Form von Apple Care? Das sind alles so Themen, die kann man viel besser adressieren oder besprechen, wenn das Produkt schon verstanden ist. Mhm. Kleiner Nachsatz noch dazu, und dass das Produkt verstanden ist, sieht man, wenn man sich in Deutschland ganz allgemein, jetzt unabhängig von Cyberport, die Tablet-Verkaufszahlen anschaut. Da spielt außer dem iPad zurzeit einfach nichts anderes eine Rolle. Das stimmt, das ist auch meine Erfahrung. Also sowohl im Freundeskreis, im familiären Umfeld oder auch wenn ich auf Dienstreisen mal an irgendwelchen Flughäfen oder sowas rumhängen. Menschen, die ein Tablet haben, haben in der Regel ein iPad. Und das sogar in Deutschland, wo sonst ja beim iPhone, weiß nicht, Marktanteil ist aktuell bei 20%, glaube ich, oder so. Ich glaube, das kann man bei Tablets getrost mindestens umkehren. 80% oder mehr haben ein iPad. Ganz genau. Aber es liegt auch daran, so echte Konkurrenz gibt es auch einfach nicht, oder? Aktuell? Habt ihr andere Tablets überhaupt im Portfolio bei euch? Wir haben auch andere Tablets im Portfolio und das ist natürlich immer so ein bisschen die Frage nach dem Anforderungsprofil des Kunden. Aber gerade so, was da am ehesten noch zu nennen wäre vielleicht irgendwie so Surface von Microsoft. Mhm. Aber das sind halt dann oft Tablets, die für ganz spezielle Anwendungen gebraucht werden oder wo in der Vergangenheit ganz bestimmte Softwarepakete angeschafft wurden, die vielleicht eben nicht iOS-kompatibel sind. Das,
da gibt es dann sicherlich so Sachen wie eben Surface oder wie Wacom-Tablets. Oder wenn wir jetzt über den absoluten Preiseinstieg reden, ne? Wenn jetzt aus deinem Freundeskreis jemand kommt und sagt, du, ich brauche eigentlich nur ein Tablet, das muss ein bisschen Internet können und das muss dann mal ein YouTube-Video abspielen und mein Budget sind 95,30 €, dann reden wir halt auch nicht über iPads, sondern halt über Einstiegs-Android-Tablets. Aber für den großen Teil, für 80% unserer Kunden oder der Kunden in Deutschland, ist das iPad einfach die beste Alternative. Ich handhabe das immer so, ich war schon immer so der Techniktyp im Freundeskreis. Und also Menschen fragen mich tatsächlich, was sie kaufen sollen. Und ich habe denen schon immer gesagt, so ich empfehle dir gerne was. Da ist dann wahrscheinlich ein Apfel hinten drauf. Und du kannst gerne was anderes kaufen, aber dann kannst du auch zu dem, wo du es gekauft hast, hingehen und den fragen, wenn irgendwas nicht funktioniert. Wenn Leute meine Empfehlung folgen, dann gibt es ein bisschen Support mit dazu, aber ist wahrscheinlich auch das teurere Gerät dann. Ja. Vielleicht würde dann dem Freund, den du gerade da hattest, mit einem Budget von 93 € sagen, ach, weißt du, vielleicht ist einfach Tablet nicht für dich drin. Na das, und das ist auch das, was ich meine, wenn ich sage, das iPad-Lineup ist halt zurzeit so ausgewogen wie nie zuvor. In der Vergangenheit war es ja schon noch so, dass das iPad eher die höheren Preispunkte besetzt hat und dass es halt wirklich viele Kunden gab, die aus Budgetgründen sich für andere Modelle entschieden haben. Aber jetzt mit dem aktuellen Line-Up, wo der Preiseinstieg bei unter 300 € losgeht, ist eigentlich für jeden ein iPad dabei. Das sage ich auch, ja. Eine spannende Frage, die ich mir gestellt habe, und ich musste sie in meinem Review-Artikel zu neuen iPads beantworten und bin gespannt, wie du das siehst. Wem empfiehlt man denn eigentlich das iPad Mini? Mein Fazit war so, das ist halt was für Leute, die ein kleines Tablet haben wollen. Und das ist die sehr, sehr spitze Zielgruppe, für die dieses Gerät ist. Aber eigentlich würde ich allen Leuten, je nach Budget, zum normalen iPad oder zum iPad Air raten. Ziemlich genau so würde ich die Frage auch beantworten. Es gibt sicherlich ein paar Kunden, bei denen dort die Größenanforderung das schlagende Argument ist mit den 7,9 Zoll. Und die trotzdem jetzt nicht sich ein iPhone 10S oder 10R kaufen wollen, aber eben so dieses Look and Feel eines Apple-Geräts, für die hat das iPad Mini sicherlich eine Relevanz. Aber der Großteil, und das sehen wir auch an unseren Erfahrungen, und zwar sowohl im Laden als auch jetzt an den Sachen, die wir online anbieten, spielt sich natürlich bei iPad oder bei iPad Air ab. Ich würde nochmal gerne zu einem völlig anderen Apple-Produkt kommen, was auch meines Erachtens aktuell das spannendste Apple-Produkt ist, ehrlicherweise. Die Apple Watch. Hast du da eine Einschätzung zu, wie sich das gerade so, wie die sich so am Markt bisher gemacht hat und wie das perspektivisch aussieht? Ist das neue iPhone für Apple? Ob es das neue iPhone für Apple ist, das weiß ich noch nicht. Das bleibt spannend abzuwarten. Fakt ist, die Apple Watch hat sich etabliert, die hat sich auch in Deutschland etabliert, was ja am Anfang schwierig war, was auch mit den ersten beiden Generationen Apple Watch jetzt nicht unbedingt abzusehen war, wo auch der ein oder andere, wenn man sich so umgehört hat oder belesen hat zu dem Thema, schon geunkt hat, dass die Apple Watch ein Flop ist. Aber spätestens seit Apple Watch Series 3 sehen wir, dass das Produkt verstanden ist, dass es gekauft wird, dass es gezielt nachgefragt wird, dass so Themen wie eben, dass man ohne sein iPhone dabei zu haben, damit telefonieren kann, dass die von den Kunden angenommen werden. Aber ein neues iPhone wird, denke ich, erst, wenn das Thema Akkulaufzeit nicht mehr so die ganz große Rolle spielt, weil aktuell ist es schon noch so, dass halt sich dort die Apple Watch selbst limitiert.
Das stimmt, ja. Ja, und das wird auch spannend zu sehen, glaube ich, was Apple da so in Sachen Design sich nochmal so einfallen lässt. Weil im Prinzip, ja, das ist ein bisschen größer geworden, aber das Design ist jetzt seit 4 Generationen nicht angefasst worden. Ob es da noch ein bisschen Varianz geben wird, einfach auch um die Zielgruppe vielleicht nochmal zu vergrößern. Aber da kannst du vermutlich einfach nur genauso viel oder genauso wenig spekulieren wie ich. Also wir können da herzlich dazu spekulieren. Ich fände das mega spannend und super cool, wenn es da noch ein zweites Design irgendwie gäbe. Also was sage ich mal, massenmarkttauglich ist, denn alles, was es aktuell gibt, so mit Hermé oder mit diesen Watch Edition, die dann irgendwie aus anderen Materialien sind, sieht schon dann irgendwie mehr oder weniger gleich aus. Ja. Ja, das wäre auf jeden Fall spannend. Schon jetzt ist es so, dass in dem großen Sortiment Wearables alles andere außer Watch massiv an Bedeutung verloren hat. Auch dort ist es Apple in den letzten Jahren, eben spätestens seit Series 3, gelungen, das komplette Sortiment zu dominieren. Alles, was da ringsrum noch gekauft wird, ist dann schon für so spezielle Anwendungsbereiche, zum Beispiel wenn es jetzt so in bestimmte Sportbereiche geht, so Triathlon oder so, da ist jetzt die Watch nicht die erste Wahl, aber in allen anderen Bereichen kommt man dort an der Watch nicht vorbei. Trotz des Preisunterschieds, weil, keine Ahnung, wenn ich mir so angucke, dass, wie heißen so andere, Fitbit und sowas, ja teilweise signifikant günstiger sind. Es ist trotzdem inzwischen schon so weit, dass nicht mehr nur die ganzen irren Menschen wie ich eine Apple Watch kaufen, weil Apple draufsteht und man neues Spielzeug haben möchte, sondern auch, dass in Anführungszeichen echte Kunden kommen und sagen, ja, ist mir egal, ich will eine Apple Watch, weil hat halt Vorteil A, B und C. Ja, das ist definitiv so. Hätte ich jetzt nicht, ja, also man sieht immer mehr Menschen mit Apple Watch, das stimmt schon, aber ich hätte nach wie vor gedacht, dass es nach wie vor eher so ein Fan-Produkt ist. Aber umso besser, vor allem auf Apple. Also Apple ist es gelungen, die Apple Watch als Kleidungsstück und als Kleidungssymbol, ich will jetzt nicht sagen Statussymbol, aber so irgendwie so als Symbol zu etablieren. Und damit ist es halt nicht länger nur ein Fanprodukt. Spannend wird sein zu beobachten, Apple versucht ja nicht nur das von dir erwähnte Schritt zum iPhone mit der Watch zu gehen, sondern eben auch die Watch als Gesundheits- und Healthcare-Produkt zu etablieren. Was, denke ich, in Amerika auch schon ganz gut funktioniert, aber in Deutschland bis jetzt eine absolut untergeordnete Rolle spielt. Das wird, denke ich, eine spannende Entwicklung in den nächsten ein oder zwei Jahren. Das denke ich auch. Was mir persönlich so wichtig war bei der Apple Watch immer, also auch als es diese Edition Gold gab, die für irgendwie bei 10.000 Euro losging oder so, und was mir auch perspektivisch wichtig wäre, falls Apple anfängt, mit verschiedenen Designs zu arbeiten, dass die Uhren technisch alle immer identisch waren. Klar, es gab halt einen Einstiegspreis und da war auch nie niedrig und ist heute nicht niedrig, aber egal wie viel Geld ich ab dann da drauf werf für irgendwelche Metallarmbänder oder die Hermes-Version oder halt die Golduhr, ich habe keine bessere Technik bekommen. Egal wie reich ich bin, egal wie viel Geld ich habe, das war also immer dieselbe Apple Watch für alle. Und das fand ich immer ganz attraktiv tatsächlich. Also klar, das ist auf einem hohen preislichen Niveau, aber man kann sich bis heute, mit egal wie viele Millionen ich auf dem Konto habe, keine bessere Smartwatch kaufen als derjenige, der für 3,99 im Angebot die Apple Watch mit Alugehäuse und dem Plastikarmer gekauft hat. Vielleicht sind das Sortiment ja irgendwann mal noch eine Entwicklung wie die iPads in den vergangenen Jahren, wo es ja dann auch mit einem Modell losging und dann erst nach und nach eben verschiedene Modelle mit verschiedenen Ausstattungen kamen. Wobei ich glaube, es ist bei der Apple Watch schwieriger zu vermitteln, schwieriger zu erklären. Also auf dem iPad ist es, glaube ich, noch relativ einfach, weil man da, behaupte ich jetzt einfach mal, ohne je in einem Laden ein iPad verkauft zu haben, weil die eher wie Computer funktionieren. Und man kann halt dann sagen, ja, das kostet 150 Euro mehr, aber ist halt auch schneller oder so. Dinge, die ich bei einer Uhr ja gar nicht brauche.
bei einer Uhr funktioniert das dann vielleicht über die Anwendungsbereiche. Du kommst zu mir in den Laden und sagst, du bist Supersportler und willst irgendwie bei deinem Training noch die letzten drei Insights irgendwie rauskriegen und brauchst dafür eben eine Apple Watch, die speziell darauf zugeschnitten ist, die dann auch bestimmte Komponenten hat. Und der Nächste sagt, er will sich einfach nur so ein bisschen mehr bewegen oder möchte gerne Nachrichten an seinem Handgelenk lesen und dass so darüber vielleicht dann verschiedene Ausstattungsserien definiert werden. Die Apple Watch 10R. Ja, Hauptsache, ich bin auch so ein Namenschaos bei anderen Geräten momentan. Ich habe noch mal ein anderes Thema, weil es auch schon in dem Podcast vorher jetzt bei uns ein Thema war, dass das Apple es momentan nicht schafft, in MacBooks vernünftige Tastaturen einzubauen, die nicht auseinanderfallen. Ich habe das lange gar nicht so gesehen als Problem, weil in, sowohl hier im professionellen Umfeld als auch im Freundeskreis haben viele aktuelle Macs und keinem sind die irgendwie kaputt gegangen. Jetzt ist es mir auch passiert, dass diese Tastatur nicht mehr funktioniert hat und die Austauschtastatur eigentlich auch nicht so richtig gut. Ist das so der Servicefall, den es aktuell gibt mit Apple-Geräten oder ist das überhöht dargestellt? Also das ist auf jeden Fall aktuell einer der Servicefälle. Ich kenne den Servicefall auch aus meinem privaten Bereich. Was genau dahinter steckt, kann ich selber gar nicht sagen. Vielleicht ist es einfach nur der Versuch von Apple, die Leute öfter in den Laden zu holen oder so. Das ist eine Profilstrategie. Apple hat dazu gerade verlauten lassen vor ein paar Tagen, dass es diese Austauschzeit, zumindest im Apple Store bei der Reparatur, nur noch ein Tag sein soll. Trifft das auch auf wie nennt man das, Premium-Partner, Premium-Händler zu wie Cyberport? Service Provider ist, glaube ich, der offizielle Ausdruck dafür. Okay. Wir versuchen natürlich dort ein ähnliches Service-Level zu erreichen wie Apple selbst. Es klappt oft, nicht immer. Okay, das heißt aber, wenn ich das nächste Mal meine Tastatur hier die Grätsche mache, dann rufe ich einfach wieder dich an und laufe nicht hier in Kiel zum Lokalen hinter. Hier gibt es keinen Cyberport. Ich habe 10 Tage gewartet. Das war kein Spaß. Also, bevor du in Kiel 10 Tage wartest, kannst du auf jeden Fall einmal bei Cyberport anrufen. Das finde ich gut. Jetzt habe ich auch hier eine direkte Durchwahl. Und, dann funktionieren Dinge bestimmt. Ja. Haben wir noch irgendwas vergessen zu erwähnen, was Menschen über Cyberport unbedingt wissen sollten? Gute Frage. Dankeschön. Oder einfach mal hingehen und gucken, wie so ein Cyberport-Laden funktioniert, wie Service funktionieren kann, wenn man vielleicht sonst nur die großen Elektrofachmärkte kennt. Und einen Termin bekommen hat. Gut, das wäre jetzt so rein aus dieser Service-Ecke, aber also so prinzipiell dieses einfach mal gucken, entweder eben im Laden oder eben auch in unserem Webshop, das hilft da sicherlich weiter oder ist genau der richtige Weg. Weil, obwohl wir so ein großer Händler in Deutschland sind, irgendwie je nach Sortiment so zweit- oder drittgrößter Apple-Händler in Deutschland, ist es nach wie vor so, dass alle Themen, die irgendwo auffallen, also ich hoffe natürlich jeden Tag, dass wir nur zufriedene Kunden haben, aber manchmal geht auch was schief und wenn irgendwo was schief geht, was mit Apple zu tun hat, dann ist es nach wie vor so, dass das also nicht irgendwo anonym verschwindet, sondern das landet bei mir auf dem Tisch und ich kümmere mich persönlich drum. Das ist gut zu wissen. Das heißt, wenn Leute Ärger mit Cyberport haben, ich schreibe einfach in die Podcast und die sind hier deine Telefonnummer mit rein und alles wird gut. Nee, vielleicht auch nicht. Okay. Ja, dann muss ich zwar in Zukunft Doppelschichten machen, aber so in die Richtung könnte es gehen. Okay, verstehe. Cool. Dann
vielen Dank für das Gespräch, vielen Dank für so den kleinen Einblick darin, was Cyberport ist, wie Cyberport so funktioniert und wie eigentlich ihr oder du als Händler gerade die Apple-Welt so siehst. Dankeschön. Sehr, sehr gerne, hat Spaß gemacht. Danke. Mit. Vielen Dank an Cyberport und an Ludwig Beckerer für das Gespräch. Wir machen so ein bisschen weiter mit einem Blick in die Zukunft, nämlich das, was wir so von iOS 13 und macOS 10, 15 erwarten, nein, nicht unbedingt erwarten, was wir uns da wünschen. Herr Schack hat schon seine Kristallkugel rausgeholt. Ja, aber vor allem hat Herr Möller ein viel dringenderes Problem als ich. Tatsächlich? Ja, das ist mir Ostern wieder aufgefallen, ich verstehe es nicht. Das Ding heißt Smartphone, ich nutze das auch zum Wecken und nur war dummerweise Feiertage. Und wieso weiß mein Telefon nicht, dass ein Feiertag ist und es mich vielleicht nicht weckt um 6.30 Uhr am Ostermontag? Und warum fragt es nicht zumindest? Ja. Das wäre noch smarter, wenn es am Donnerstagabend mal ab 18 Uhr mal nachfragen würde. Das über hier, morgen ist für die allermeisten Menschen frei, für dich zufällig auch? Weil du Vater bist und das schlaue iPhone sowieso nicht erwartet, dass du länger als 5 Uhr schläfst. Doch, das schaffen wir. Ja, das habe ich mich nur gefragt. Und das fände ich schön, wenn die das in der iOS 13 einbauen, dass es einfach einen Abgleich mit Kalender gibt oder so mit Feiertagen. Es heißt ja auch werktäglich, ne? Der Wecker, glaube ich, wenn du den Montag bis Freitag stellst, werktäglich, könnten die Feiertage ruhig mal rausnehmen. Fände ich nett. Ja, aber es kann irgendwie, glaube ich, keiner. Ich glaube, Alexa fragt dich auch nicht. Nö. Irgendwie morgen ist Ostermontag. Die legt los, die hämmert da den Alarm raus. Ja, aber im Zweifelsfall hast du ja mehr verloren, wenn du nicht geweckt wirst, als wenn du geweckt wirst. Also ich glaube, die Verantwortung will man da vielleicht gar nicht übernehmen. Das heißt, oh, mein Wecker hat nicht geklingelt. Ja, deswegen ja Nachfrage. Aber, Nachfrage, genau. Ja. Alexa hat ja zum Beispiel eine Stimme oder Siri. Und Siri sollte ja proaktiver werden. Das hat Apple uns ja schon vor ein paar Jahren versprochen. So. Was Apple alles mit Siri schon machen wollte. Und das wäre ja so einer der Punkte, da würde ich mir Proaktivität, also so mitdenken, würde ich mir wünschen von einem Assistenten. Auch von einem Lebenden, aber das. Ja, oder es wäre ja einfach zur Not in den Voreinstellungen. Ein Tab irgendwie. Genau, noch Feiertage so ein oder nur Sonntage. Ja, oder ja. Wer zuhört von Apple oder wer auch immer von Amazon oder Google oder sonst wer. Macht das mal. Kann gerne auf unseren Anrufbeantworter sprechen. Ja, oder einfach so auch umsetzen. Der muss sich ja gar nicht bei uns melden. Einfach mal machen. Ja, aber wenn sie es umsetzen. Aber Props dann an uns als Ideengeber. Ja, bitte auch mit festhalten. Ja, mit Beteiligung finanziell. Wer das denn anders macht, ist Eve Systems, die HomeKit-Gerätehersteller. Da kann ich in der Eve-App kann ich einen Urlaubskalender hinterlegen und kann daran zum Beispiel die Heizungssteuerung anpassen. Und Feiertage also, auch. Also genau. Nimmt der Feiertage automatisch? Aus dem Feiertagskalender, den du angibst. Ja, cool. Genau. Ja. Der Gag ist aber, das kann man da nicht weiter definieren. So, das heißt, ich habe dann Urlaub und ich kann einen Urlaubsmodus einstellen für die Heizung und sage so, hier, mach mal so, dass es keinen Eiszapfen an den Fenstern gibt, aber mehr muss nicht sein. Ich kann aber nicht weiter definieren, ich habe da Urlaub, ich bin aber trotzdem zu Hause. Ja. Das ist nicht vorgesehen, dass man Urlaub zu Hause macht, dass man einfach mal frei hat und zu Hause ist. So, deswegen habe ich es auch tatsächlich nicht eingestellt bei mir, weil ich ja doch mal irgendwie Tage habe, wo ich dann hier entweder Überstunden abbummel oder so, deswegen ein langes Wochenende habe, aber ja sehr wohl zu Hause bin und dann ist 17 Grad vielleicht auch ein bisschen kalt in der Wohnung. Achso, du könntest das mit einem Kalender namens Urlaub, denn wo du deine Urlauber einträgst, koppeln. Ja. Feiertage habe ich gekoppelt. Okay. Also bei mir ist es nämlich normalerweise so, werktags geht die Heizung um 9 Uhr aus morgens, wenn ich das Haus spätestens verlassen habe und geht so um 17, 18 Uhr wieder an, wenn ich zurückkomme. Ja. Und das wäre natürlich ein bisschen doof, besonders in meiner Küche, wenn ich dann in die extrem kalte Küche zurückkomme im Winter. Und deswegen ist mein Thermostat da so eingestellt, dass es dann an Feiertagen und an Wochenenden tagsüber auch Wärme, die Küche mit Wärme versorgt. Das ist ganz praktisch. Ja. Ja, da geht es so in Teilen auf jeden Fall. Und auch da wäre es ja auch, also das könnte man ja auch koppeln. Auch da könnte man smart nachfragen. Also wenn das Ding feststellt, dass die nächsten 3 Tage Urlaub ist, wäre es ja mal cool, wenn dann eine Push-Nachricht kommt und sagt, hier, ich habe gesehen, du hast Urlaub. Bist du weg? Bist du weg? Hab ich Ruhe? Genau. Damit HomeKit mal in Ruhe den HomePod aufreißen kann, wenn es alleine Party zu Hause macht. Fragt man sich, ob die Entwickler irgendwie kein Eigenleben haben, ob die da irgendwie bei in den Entwicklungslabors nicht mehr rauskommen.
Und es liegt ja auf der Hand, solche Sachen. Ich weiß auch nicht, dass ich bin dann einfach zu wenig Programmierer, wie komplex das vielleicht auch ist. Oder was ach, Apple, kann, was Apple doch erlaubt vielleicht. Ne? Also was in HomeKit machbar ist überhaupt. Aber es liegt so auf der Hand. Ja. Ne? Machbar ist es sicher. Ja. Aus derselben Nische von Themen wäre mein Antrag an die Notfallumgehung. Nutzt das irgendwer, Notfallumgehung im iPhone? Notfallumgehung? Ich sehe fragende Gesichter, sehr gut. Erläutern Sie. Ich weiß nicht mal, was das ist. Also, ich kann ja im iPhone nicht stören aktivieren. Ja, doch, ja. So. Mhm. Und dann klingelt mein iPhone auch nicht mehr. Ah. Ich kann auf bestimmte Kontakte hinterlegen. Ja. Also, beziehungsweise es vibriert ja auch nachts nicht mal. Sondern erst wenn innerhalb von, ich glaube, 2 Minuten dieselbe Nummer anruft, kann man das ja doch mal durchlassen oder sowas. Das ist ja, kann man schon in der Nicht-Stören-Funktion hinterlegen. Die Notfallumgehung ist aber, egal was ich an diesem iPhone sonst eingestellt habe, wenn diese Nummer anruft oder diese Person anruft, kann ja mehrere Nummern hinterlegen, dann hat das Scheißgerät zu klingeln. Ja. Fand ich total cool. Nutze ich gelegentlich. Also ich habe das neulich eine ganze Zeit lang sogar aktiviert gehabt, weil da eine Person aus dem Familienumfeld im Krankenhaus war und da nicht richtig klar war, was nun da irgendwie wird. Und hatte ich die Nummer meiner Mutter, die da immer best informiert war, hatte ich Notfallumgehung aktiviert. Und ich dachte, okay, ja, und auch wenn es vielleicht irgendwie einmal doch nur ist, dass ich irgendwie was mit einkaufen soll und das dann irgendein Meeting klingelt, dann ist das halt so. Ja. Aber an sich eine gute Idee. Was ich scheiße finde, ist, dass man es nicht individualisieren kann. Das ist immer so ein volles Ding. Das ganze Gebimmel geht an. Das brauche ich aber nicht. Mir würde es ja völlig reichen, wenn ich Notfallaktivierung aktiviere, dass ich sagen kann, vibrier halt. Falls du dann gerade im Kino sitzt und nicht. Ja. Genau. Zum oder halt nämlich Besprechung oder irgendwie sowas. Das ist auch immer noch angenehmer, wenn dann irgendwie das Telefon vibriert und man sagen kann, Entschuldigung, das ist wichtig, ich gehe jetzt mal kurz raus, als wenn da die ganze Fanfare angeht. Was man machen kann ist, man kann natürlich individuelle Klingeltöne vergeben für einzelne Personen auf dem iPhone, auf jedem Smartphone, aber auf dem iPhone halt auch. Und man könnte einen Klingelton hinterlegen, der stille ist. Ja. Dann wird es nur vibrieren, aber halt auch immer nur vibrieren. Hm. Das finde ich auch doof, weil manchmal bin ich halt dann doch zu Hause unterwegs oder so. Und ich habe ja einen Garten und da werkelt da vor mich hin und dann liegt das Telefon auf der Terrasse oder irgendwie sowas. Und da finde ich es gar nicht verkehrt, wenn es tatsächlich auch mal laut klingelt. Es kommt selten vor, dass ich diesen Kippschalter am iPhone, den Stummschalter auf laut mache. Aber ich möchte die Option haben. Ja. Und ich finde, diese Notfallumgehung muss irgendwie individualisierbar sein. Es muss da automatisierbar sein. Wenn das iPhone irgendwie daran erkennt, wie weit deine AirPods entfernt sind, klingelt es eben laut. Ach, klingelt es auf den AirPods. Ja. Wo stellt man das ein mit dieser Notfallumgehung? In den jeweiligen Kanten selbst. Okay. Also wenn man, ich kann das einmal hier kurz durchspielen und damit alles mitmachen können, ich suche mir einen Kontakt aus, in dem Fall aus meinen Favoriten, tippe alle rechts auf dieses kleine Informations-I, dann oben rechts auf Bearbeiten und dann sehe ich da die Kontaktinformation der Person, ich sehe die Telefonnummer, ich sehe die Mailadressen und darunter steht Klingelton. Und da kann ich den Klingelton für diese Person festlegen und ganz oben gibt es einen Kippschalter für Notfallumgehung. Das haben sie gut versteckt. Mhm. Ja. Ja, ist auch, glaube ich, nicht verkehrt. Also das möchte man auch nicht unabsichtlich aktivieren können, weil das, glaube ich, schnell nervig wird. Und man sich dann totsucht, warum das Telefon ständig klingelt. Aber ja, ich finde es eine total nützliche Funktion. Ich habe das in dem Fall, im Krankenhausfall hatte ich es aktiviert. Ich habe es auch schon bei einer anderen Person schon mal aktiviert gehabt, aus ganz anderen Gründen. Also man findet Gründe, warum jemand einen jederzeit erreichen können sollte. Selbstverständlich. So. Finde ich total cool, aber das muss noch mal ein bisschen, da muss noch dran gefeilt werden. Ja. Und vielleicht auch gekoppelt noch an andere Status, an die man auf dem iPhone, auf der Apple Watch einstellt. Also wenn ich das Nicht-Stören-Modus anhabe, ist es ja das eine. Den habe ich eigentlich auch nur tatsächlich nachts an. Und dann liege ich zu Hause im Bett und dann kann es auch gerne laut losbimmeln. Das ist wahrscheinlich sogar noch sinnvoller, als wenn es nur vibriert. Aber wenn ich auf der Apple Watch diesen Theatermodus zum Beispiel anschalte. Dann bin ich idealerweise im Theater. So, den habe ich im Kino an. Den habe ich an, wenn ich hier in Besprechung sitze bei Falke Media. Weil ich dann vibriert die Uhr noch und zeigt aber auch nichts mehr an, sondern ich muss den aktiv anmachen und sowas. Und man könnte es an diesen Status dran koppeln. Dass wenn ich sage, Theatermodus an, ich möchte nicht gestört werden, aber ich bin auch wach. Ja. Mit hoher Wahrscheinlichkeit in den meisten Meetings. mal mehr, das heißt, mal weniger. Ich kriege das Vibrieren vom Telefon, kriege ich mit.
also die Gefahr, die nachts besteht, dass ich Vibrieren nicht mitbekomme, ist dann nicht gegeben. Wenn, dass man sagen kann, okay, wenn nichts stören dann ist, dann klingel ruhig, aber wenn ich in Theatermodus bin, dann reicht Vibrieren. Ja. Man kann viel, viel einstellen noch, ne? Ja. Also man verkompliziert natürlich alles auch, ne? Noch weiter, ne? Ja, aber ich glaube, ich würde das würden. Also wäre noch ein Untermenü dann, ne? Also, ja. Ich bin ja eh der Meinung, dass 90% der iPhone-Nutzer nur 10% ihres Menüs jemals im Leben aufrufen. Das denke ich, das ist wie mit dem Gehirn, ne? Ja, ja. Aber das ist doch mit so vielen Sachen. Ja, ja, definitiv. Kleiner Featurismus nachher noch. Ja. Fair. Aber ich habe das eine Funktion, also klar, die meisten Menschen werden diese Funktion gar nicht kennen, aber ich glaube, von den Menschen, die sie kennen, würden es noch mehr Menschen nutzen, wenn man das sinnvoll konfigurieren könnte. Ja. Eine Funktion, die ich sehr gerne hätte, was heißt Funktion? Eigentlich ist es eine Designentscheidung. Dark Mode. Mhm. Ich hätte felsenfest schwören können, dass der Dark Mode zuerst bei iOS integriert wird und dann erst später mal bei macOS auftaucht, denn die teureren iPhone-Modelle sind ja mit einem OLED-Display ausgestattet und da ist es nun so, dass Schwarz, echtes Schwarz ja auch Strom spart. Deswegen dachte ich, ja, iPhone, OLED, dann kommt jetzt mal ein Dark Mode. Aber Apple hat sich entschieden, nee, wir machen den bei macOS und von iOS ist nichts zu hören. So. Das ist wirklich merkwürdig. Ja. Und deswegen wäre eigentlich die Hoffnung, dass jetzt spätestens mit iOS 13 dann auch mal endlich der Dark Mode kommt. Zumal Android ja schon vorgelegt. Ja, schon lange, Ewigkeiten. Oder da konntest du ja auch noch mit irgendwelchen Themes, die du oben drauf installierst, ja eh schon auch lange irgendwelche dunklen Geschichten draufpacken. Das war mit iOS, ist ja mit iOS nicht möglich. Und deswegen dachte ich eigentlich, na komm, dann mach mal eine dunkle Variante. Es gibt ja auch Apps, die schon immer dunkel waren. Also die Apple Watch App oder die Wecker App ist ja auch immer im schwarzen Modus. Und ja. Der Kompass auch immer dunkel wie die Nacht, aber systemübergreifend gar nichts. Also das wäre etwas, könnte gerne mal kommen. Ist aber auch so, man kann auch nicht wieder zurück, ne? Ja, wenn ich macOS jetzt irgendwo mal hell habe, weil ich ein Testgerät da habe und das neu eingerichtet ist, dann ist es schon sehr hell. Da seid ihr alle solche Fans von. Ja, ich Gewöhnungssache, glaube ich. Ich muss wieder hier... Ja, die Ausnahme sein. Ich, also außer bei YouTube finde ich eigentlich helle Oberflächen schöner. Bei YouTube ist halt der Kontrast wegen der Videos. Hm. Ansonsten finde ich, also dunkle Oberflächen, ich bin da nicht so ein dunkler Typ. Also ich finde es super. Also irgendwann hat Adobe das ja schon, ich weiß nicht wann, das ist schon Jahre her, das eingeführt für Photoshop und auch dann InDesign und so weiter. Ich finde das super und ich habe das jetzt auch eingestellt über macOS. Finde es großartig und es fällt immer noch auf, wenn man irgendwie so mal eine HTML-Mail zurückkriegt und dann strahlt an das andere. Ein weißes Ding an, dann kneift man die Augen zusammen, ja. Ja, es ist wesentlich entspannter. Ich weiß nicht, warum das so lange gedauert hat, dass man das mal den Kontrast ein bisschen runtergedreht hat. Ja, das ist witzig, weil... ich weiß nicht, ob das noch... Das wird ja wahrscheinlich vom... kommt ja vom Papier oder warum hat man das überhaupt weiß gemacht? Denke ich auch mal. Ja, das ist also, ne, man druckt mit Schwarz auf Weiß, weil es billig. Ja. Und dann machen wir den Rechner auch so. Und eigentlich ist es ja Quatsch, weil es ist ja ein ganz anderes Gerät. Ja, mit anderen Herausforderungen, auch an die Batterieleistung eben. Mhm, genau. Das ist ja das Lustige, dass zum Beispiel Google... propagiert Batteriesparen. Mhm. Auf der anderen Seite, ihr Material Design ist in erster Linie weiß. Ja, und die Startseite von Google wird nie eine andere Farbe haben als weiß. Das brechen die Leute zusammen. Genau, sonst denken wir, wo bin ich denn da gelandet? Das ist Dark Web. Genau, das. Das ist dieses berühmte Dark Web, über das alle sprechen. Ja, okay. Gibt es noch was? Ich würde das mal wieder machen, das ist gar nicht in der richtigen Reihenfolge, aber was wir schon vorhin hatten, es ist so, wird so gerüchtemäßig aktuell kolportiert, dass Apple die Find My iPhone App zusammenführen wird mit der Freunde finden App. Mhm. Finde ich total gut. Ja. Finde ich total gut, dass man Dinge. Die Finde App. Genau. Dass man Dinge, die man sucht, auch an einer Stelle findet. Dass man kann das man alles reintun. Alles finden. Genau. Schlüssel. Genau. Hunde, und, Katzen. Und im Zweifel ist es tatsächlich auch noch das Genauere. Also ich habe das. Tatsächlich gehöre ich zu den Menschen, die nun wirklich selten ohne iPhone aus dem Haus gehen oder das iPhone nicht gerade am Mann haben. Aber man kann diese Freunde-Finden-Geschichte kann man aktuell nicht an Apple Watch koppeln. Man kann es an ein iPhone koppeln, an ein iPad koppeln, aber an Apple Watch nicht. Und im Zweifel, wenn ich Besitzer an Apple Watch bin,
mit LTE. Ist das das, wo ich auch tatsächlich mich aufhalte? Ja. Mit, also meine GPS-Variante alleine würde ja nicht reichen. Wenn ich ohne iPhone aus dem Haus gehe, kann ich zwar immer noch GPS, aber das hilft ja nichts. Das kann ich ja nirgendwo hinsenden. Richtig. So, also man muss schon die LTE-Variante dann haben. Ja. Aber für die könnte man das mal einrichten, ja. Spricht nichts dagegen. Nö. Dann steht hier Marzipan. Leckere Sache, aber das ist nicht damit gemeint. Nee, ich fürchte auch nicht. Es hat nichts mit Lübeck zu tun. Da kann ich einmal kurz. Es hat Menschen, die mir auf Instagram folgen, das vielleicht schon gesehen. Die Lübeck, hier Niederegger, die verkaufen jetzt Marzipan für Männer. Ach ja. Ja. Das ist. Ich habe das vor Schreck auch mal fotografiert. Aber sehr wahrscheinlich dann schwarze Verpackung. Ja, schwarze Verpackung, rote Schrift, Whisky, ja. Cola. Geschmacksrichtung. Das ist eine Geschmacksrichtung, aber die andere ist auch. Bier und Salami. Nee, das an einem Biersalami. Aber die sehr männliche Geschmacksrichtung muss Nuss-Nougat das auch enthalten. Und ich war hocherfreut. Ich habe das hier im Citypark zum ersten Mal gesehen. Ich fand es wirklich klasse, dass ich jetzt nicht mehr dieses weibische, hellverpackte Marzipan kaufen muss und endlich Marzipan Männer kaufen kann. Sie dürfen jetzt anrufen, unsere ganzen weiblichen. So ein Quatsch alles. Naja, aber Marzipan, das ist anders. Das ist genauso. DM hat doch sehr viel, zu Recht, wie ich finde, sehr viel Prügel dafür bekommen, dass sie diese neue Männerwelt in ihren Drogeriemärkten eingeführt haben. Die heißt Seins mit Z hinten und ist dann auch farblich abgesetzt. Nicht, dass irgendwelche Leute denken, wenn ich da bei DM stehe, dass ich mir jetzt irgendwelche Damendüfte an oder anschaue oder Probe rieche, sondern das ist Seins und das ist dann auch alles, sind schwarze Regale. Und was wird denn da verkauft? Also ich bemalte Bioschaum, Bartshampoo. Im Prinzip der ganze Quatsch, der auch für Frauen verkauft wird, nur jetzt in schwarz und dann. Aber der wurde doch vorher auch schon da verkauft. Und dann brauchst du dich nicht mehr schämen. Jetzt neu sortiert? Ich war wohl lange nicht da. Ja, aber vorher war das dann alles zu dicht an den beieinander anderen. Oder. Da konnte man sich vergreifen. Ja, oh nein, genau. Das usane Deo. Ich habe wieder mal den Darmduft gekauft. Genau, oder du mochtest da eben nicht stehen, wo diese ganzen, was weiß ich, Monatsbinden auch dann gleich nebenan standen. Und Menschen sind so unglaublich schwierig. Ja. Tja. Ist das schlimm, wenn du mir Monatsbinden mitbringst? Was soll denn daran schlimm sein? Nächstes Thema. Marzipan hat nichts mit Schokolade zu tun, nichts mit Monatsbinden. Ist der Codename von Apples Projekt, in dem sie... Angeblich ein Projekt, ja. Ja, angeblich ein Projekt, in dem sie Apps von iOS zu macOS portieren und vielleicht auch andersrum. Das gab es bis jetzt noch nicht andersrum, aber das könnte theoretisch möglich sein und wäre, was vielleicht auch ganz schön wäre. Genau, es gab ja immer schon Gerüchte oder es gab Gerüchte, dass die beiden Betriebssysteme tatsächlich zu einem verschmelzen. Mhm. Da ist Apple ja ganz radikal gegen dieses Gerücht vorgegangen. Das wird also nicht passieren, jedenfalls nicht in nächster Zeit und nicht unter Tim Cook. Aber es sind Kompatibilitätslayer, sagen wir es so. Aber man muss einfach noch ganz schön was getan haben. Also, wir haben ja letztes Mal zur WWDC, haben sie ja schon die ersten Apps gezeigt, die das da können, sind auch in macOS enthalten, die HomeKit-Anwendung und. Genau, die Börsen-App endlich auch auf dem Mac. Genau. Und News, also. News, Apple News. Nicht auf deutsch eingestellten Macs, aber die, das ist aber auch alles eher so. Das sieht halt aus wie vom iPad 1 dann so. Beeindruckend genug, dass das so funktioniert, aber es sieht nicht aus wie eine App, die auf dem. Also, alle nicht. Sieht nicht aus wie Apps, die auf dem Mac zu Hause sind. Und dafür, dass es so einfach aussah und was vielleicht auch ist, fand ich erschreckend, dass Apple sagte, ja, alle externen Entwickler müssen jetzt noch ein Jahr warten, bis wir das freigeben. So, also jetzt im Sommer wird dann irgendwas kommen zu dem Punkt, definitiv. Ist halt die Frage, wie groß das ist, ob dann doch noch mehr hintersteckt, als du drückst in der Programmieroberfläche von Apple exportieren und schwupp ist das dann auch für macOS verfügbar. So. Aber wird es sein müssen, allein schon, weil ich die Grafiken in anderen Formaten und Größen brauche. Ja. Ja, bleibt spannend. Es bleibt spannend, weil auch jetzt zur anstehenden Google I.O. vielleicht Google Fusion vorstellen wird. Ja, was ja auch schon jahrelang gerüchterweise in der Entwicklung ist. Das wäre dann wirklich ein Betriebssystem, was überläuft. Mhm. Das wird nochmal so ein bisschen, ich will nicht sagen Druck, aber Würze da reinbringen. Würze, ne, ja. Es ist Bewegung im Betriebssystemmarkt und Apple wird sich das nicht nur angucken, die sehr interessiert, sondern früher oder später müssen sie vielleicht auch reagieren. Ja. Na, wie wichtig ist der Mac noch?
Es gibt auch Gerüchte, dass das iPad wohl mal eine Mauszeigerfunktion bekommt und solche Späße. Und dann wäre eine Mac-App auf dem iPad ja möglich, so von der Bedienung her. Ich möchte die nur nicht nutzen müssen mit dem Finger, eine Mac-App auf dem iPad. Das wäre, glaube ich, teilweise Horror. Nein, das kann es nicht sein. Du kannst nicht einfach eine Sache aufs andere übertragen und dann meinen, das funktioniert. Da muss ein neuer Ansatz her. Ja, man erkennt es jetzt ja auch schon. Also grundsätzlich kann man ja auch tatsächlich mehr oder weniger mit zwei Klicks aus jeder iPhone-App eine iPad-App machen. Da schmeißt einem Xcode zwar auch entgegen, dass man nochmal Grafiken in anderen Auflösungen reinwerfen muss. Aber grundsätzlich geht das halt mit einem Klick. So wird es ja vermutlich in Xcode auch für die Mac-Anwendung aussehen. Ja. Das muss das Ziel zumindest von Apple sein. Aber man sieht ja schon, man sieht es in Apps ja an. Also man sieht es ja, iPad-Apps, die eigentlich iPhone-Apps sind, sieht man es ja meistens an, dass sich da keiner Mühe gegeben hat, sondern dass da jemand nur den, hier auch iPad-Knopf gedrückt hat. Ist immer noch erschreckend viel, finde ich, selbst bei Apple der Fall. Ja. Ne? Und da werden Menschen eben Hand anlegen müssen. Und ich weiß auch nicht, also keine Ahnung. Es liegt, glaube ich, auch daran, dass das Apple einfach signifikant weniger iPads als iPhones verkauft. Aber auf dem Mac hört der Spaß dann irgendwie auf, glaube ich. So, du merkst es ja noch stärker, wenn wir eben über Fusion gesprochen haben. Ich laufe hier mit so einem Chromebook, Pixelbook. Ja. Im Pixelbook durch die Welt, also dieses Original Google-Teil, das in Deutschland gar nicht zu kaufen ist eigentlich. Und da läuft ja Android drauf. Da laufen also nicht als Hauptbetriebssystem, sondern die Möglichkeit besteht, da es ja am Ende alles Linux ist, die Apps drauf laufen zu haben. Und da ist es noch ein bisschen kritischer, dass Google halt nie Tablets sonderlich engagiert unterstützt hat, dass halt viele Apps einfach nur großgezogen sind und selbst diese Tablets-Apps sehen manchmal nicht so ganz toll aus auf dem Chromebook. Und da hat man sich dann schon irgendwann die Frage gestellt bei Google eben. Wollen wir das so? Wollen wir das so und was können wir da machen? Und da muss halt irgendjemand mal gesagt haben, schmeiß weg, mach neu. Ja. Und es ist in Bewegung der Betriebssystemmarkt und es wird spannend werden, was wenn Google das jetzt schon im Mai an den Start bringt, es wäre eigentlich jetzt mal überfällig. Sie haben das, was sie bisher gezeigt haben, haben sie schon gesagt, das ganze Design haben sie nochmal in die Tonne getreten. Also was man bisher gesehen hat, wird nicht das sein, was die da jetzt vorstellen im Mai. Das wird spannend werden. Ja. Was ich gerne noch hätte, ist, das bin ich nicht alleine mit. Hier gibt es noch diesen Punkt, neuer Finder, neuer Homescreen und eine neue Files-App, was glaube ich alles, das gehört gut zusammen. Das ist alles ein wichtiger Punkt. Ja, das mit dem neuen Finder war ich natürlich schon wieder. Vollkommen so recht. Also ich finde, es sieht altbacken aus, so zack. Und der Homescreen sieht auch altbacken aus. Und ich habe keinerlei Wahlmöglichkeiten, ich weiß nicht. Ich finde, das gehört alles auch mal neu, jedenfalls mal neu designt. So. Ja. Ich finde schon, besonders der Homescreen gehört neu gestrickt. Wenn ich mir da diverse Launcher, heißen sie ja, bei Android anschaue, die gar nicht von Google selber sind. Ich rede dann über Nova und wie die alle heißen. Donnerwetter, das ist aber viel hübscher und viel leistungsfähiger. Ja. Und vor allen Dingen, man kann die Icons austauschen. Und diese ganzen Geschichten, Google ist dann nun mal offener, kann man über für und wieder diskutieren. Das ist wieder ein ganz neues Fass, das uns für die nächsten 2 Stunden jetzt beschäftigen würde. Ja. Dann könnt ihr euren Termin absagen, den ihr noch habt. aber ich finde, sehr vieles ist einfach schöner schon. Es sieht schöner aus. So, ne? So. Und da wünsche ich mir schon mal, dass sich mal jemand ransetzt und auch auf dem Mac mal irgendwie die Fenster so neu designt, dass sie vielleicht nicht mehr aussehen wie aus den 2000ern. Ja. Auf dem Mac fällt es mir gar nicht so auf. So, das stört mich tatsächlich nicht. Auf dem iPhone, da hast du vollkommen recht. So, abgesehen davon, dass sich das Design der Icons geändert hat über die Jahre hinweg, ist es seit dem ersten iPhone 2007 identisch. Ja. Identisch, ja. Ja. Der komplette Aufbau. Das ist irgendwie, nichts vermittelt irgendwie mal Neuaufbruch. Ja. Das stört mich. Ja. Ist immer dasselbe. Sehr konservativ. Sehr konservatives amerikanisches Design, finde ich auch. Ne?
Ja, es gab, ja, völlig richtig. Muss man nichts mehr zu sagen. Ja. Gut. Haben wir noch, vielleicht noch einen Punkt haben wir noch, den habe ich, sehe ich jetzt gerade nicht mehr. Wo ist er? Aber der ist rausgelöscht worden von einem, der in diesem Dokument arbeitet. Der früher nach Hause wollte. Was? Ah, nein. es war der anonyme Dumbo Octopus. Nein, ich habe ihn wieder gefunden. Ich hab noch den Punkt drin, vollständige Fotos-App auf dem Apple TV. Ach so, okay, gut. Die hätte ich mich wirklich gerne. Das ist, ich habe noch keine Methodik dahinter gefunden. Aber es gibt so ein paar smarte Fotoalben, die synchronisiert werden, die auf Apple TV funktionieren, die meisten aber irgendwie nicht. Mhm. Und was vor allem auf dem Apple TV in der Fotos-App nicht vorhanden ist, sind die von Apple standardmäßig angelegten Alben zur Person. Inzwischen werden ja aber, also das früher habe ich das verstanden, weil die ganze Gesichtserkennung auf den jeweiligen Geräten stattgefunden hat. Das heißt auch, dass im Zweifelsfall war die Personendatenbank auf dem iPhone eine andere als auf dem Mac und hatte unterschiedlich gute Qualität in den Trefferergebnissen. Ja. Und der Apple TV war da auch lange für nicht leistungsstark genug, um die ganzen Fotos, die man, also teilweise 10.000 in den ganzen Fotomediatheken, alle mal zu laden, zu scannen, da eigene Alben, das ging irgendwie nicht, weil so ein Apple TV einfach immer funktionieren muss und nicht langsam werden darf. Von Computern kennt man das ja, wenn die irgendwie gerade viel zu tun haben, das ist irgendwie langsamer, das darf Apple TV nicht passieren. Inzwischen werden ja aber diese Gesichtserkennungsdatenbanken und sowas über die iCloud abgeglichen. Und ich will gefälligst diese Alben auch auf dem Apple TV haben. Ich will auf dem Apple TV sagen können, tatsächlich sagen können, das hat ein Mikrofon, die Fernbedienung, zeigt mir Fotos von Kaspar von Allwörden aus Berlin. Und dann will ich die sehen können. Ja, wenn ich mal wieder auf der IFA alle beiden unterwegs bin. Alle beiden Fotos auf der IFA von mir. Ja. Ja, das hätte ich gerne noch. Ich hätte da gerne, ich fordere Feature-Parität. Auf allen Apple-Geräten. Also zumindest von Apples eigenen Diensten auf Apples eigenen Geräten. Okay. Was fordern andere Menschen so? Als großer Rauswerfer des Tages. Ja. Die können uns jederzeit schreiben, können uns anrufen. Ja, es gibt ein ganzes. Das hat jemand getan, nämlich. Ja, es hat jemand getan, es hat uns jemand geschrieben. Es gibt, wir kriegen ja regelmäßig Leserbriefe und wir beantworten die auch tatsächlich in der Regel sehr gerne und manchmal auch ausführlicher. Und ich hatte auch schon sehr, finde ich, für beide Seiten gewinnbringende Diskussionen mit Lesern. So, weil ja durchaus auch Kritik kommt, die ja auch berechtigt ist. Hier im Haus ankommt. Wir sind ja auch nicht unfehlbar. Und wie gesagt, habe mich da schon mit 2-3 Lesern auch längere Briefe ausgetauscht. E-Mails, in dem Fall keine Briefe, wir haben keine Brieffreundschaften hier. Eine der Grundbedingungen, die ich persönlich, und ich glaube, das betrifft die ganze Redaktion, an so Leserbriefe stelle, ist zum einen, dass sie nicht anonym sind und dass sie ohne Beleidigung auskommen. Ja. Wenn das auf einen Leserbrief zutrifft, beantworten wir den sehr gerne. Und die Kritik sollte auch sachlich sein und nicht persönlich. Wir haben jetzt hier ein anonym, ausgedruckt sind das 2 DIN A4 Seiten E-Mail. Ich habe sie tatsächlich ausgedruckt. Ich liebe es ja, E-Mails auszudrucken. Das passt in dem Fall vielleicht auch. Bekommen, die du als wüste Beschimpfung so schön hier zusammengefasst hast. Das trifft auch relativ gut zu. Ich wollte aber, weil sie an teilweise einigen Stellen sehr niedlich ist, dann doch nochmal zumindest in Auszügigen die Leute dran teilhaben lassen. Wie gesagt, wird nicht beantwortet, weil anonym, wenn die Person gerade zuhört, gerne nochmal mit vollem richtigen Namen und dann können wir uns da auch auseinandersetzen, ohne Beleidigungen. Es fängt schon an mit, es ist unglaublich, was die Typen hier, in Klammern, allesamt Haar fressen. Ich hab lange überlegt, was Haar fressen? Haar fressen. Ich weiß nicht, was damit gemeint war, aber wir tragen alle Bart. Ich glaube, das ist das Problem. Also was diese Typen hier allesamt Haar fressen, so an Gestammel und kranken Ansichten abliefern, da fragt man sich in der Tat, was diese Leute beruflich machen. Geht es eigentlich um den Podcast oder allgemein? Es geht um alles, es ist ein Rundumschlag. Schleifenvortrat kriegt auch ja, eins wenn ab. Schon, dann schon. Es geht um die gesamte MacLife, es geht um Artikel einzelne, es geht um den Podcast, es geht um alles. So, und wie gesagt, das Erste ist, dass wir allesamt Haar fressen sind. Entschuldigung. Und nicht klar ist, was wir beruflich machen. Vom nächsten machen. Podcast alle rasieren, bitte. Mit am übelsten schneidet der Chefredakteur ab, Chefredakteur in Anführungszeichen, ein unglaublicher Sprachdepp. Erschrak. Herzlichen Glückwunsch. Dann folgt viel Unfug, nutzloses Quatsch, den niemand braucht. Ja, das ist die MacLife relativ gut zusammengefasst. Bis jetzt hat er recht. Dann kommen wir zum Podcast Schleifenquadrat. Für solchen Quatsch und die haarigen Hackfressen wird eine ganze Seite verschwendet.
Er meint die Werbung, ne? Ja, ja, genau. Er meint die Werbung im Heft. Und dann zum als Rausschmeißer, er ist halt auch Bargeldverfechter, das ist das Problem. Richtig pervers wird es aber im Artikel zu Apple Pay. Ich wünsche jedem Einzelnen, der die Abschaffung des Bargelds fordert, fördert oder anderweitig unterstützt, einen alsbaldigen, aber ganz langsam und maximal leidvollen Tod. Jetzt kriegst du ein Geschmäckle. Ja. Ja, also Kaspar hat das Schlimmste noch weggelassen. Ja, ja. Das wollen wir auch gar nicht rezitieren. Nee, darum ging es auch gar nicht. So, ich wollte einfach nur mal aufmachen, welche Leserbriefe beantworten und welche nicht und was hier so auch mal so eintrudelt. Ja, aber Haarfressen, ich glaube, da werden wir nichts dran ändern können, oder? Nein. Nein, aber was wir ändern können, was wir auch tun, ist, also wenn Mails dazu ausufern sind, und das Schöne an Mails, auch wenn es anonym sind, sind nicht wirklich anonym, ja. Das kann man ja schon mal an den Hausjuristen weiterleiten. Genau, wenn es wirklich harte Beleidigungen sind, die auch, in die persönliche Natur gehen, dann wird das auch weitergegeben. Ja. Ja. Gut. Gut, unter uns Haar fressen. Ja. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Nochmal der Aufruf an der Stelle, weil ich ja vorhin schon sagte, und weil du ihn ja schon mal brachtest, falls eine Person ohne Haar im Gesicht weiblicherer Natur Lust hat, sich jetzt hier anzuschließen. Meinetwegen auch mit Haaren im Gesicht. Ja, okay, wir wollen da nicht so sein. Gut, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Pünktlich vor der WWDC. Genau. Oh, wird spannend. Bis dann. Bis dann. Macht's gut. Auf Wiederhören. Na, des Monats. Wann habt ihr den denn bekommen? Das ist eine Woche, oder? Kam an am 20. April. Mit der Reichspost? Ja, nee, leider nicht. Mit einer anonymen E-Mail-Adresse. Reichspost. Reichs-E-Postbrief. Willst du mal ganz vortragen? Molz kennt den ja auch nicht. Tschüss.